Godzilla. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Special bei Hookzilla. Und ihr habt es vielleicht an der Musik schon erkannt, heute wird es schwarz bei Hookzilla, um nicht zu sagen kohlrabenschwarz. Oh, genau. Und deswegen gibt es auch nicht meine übliche Hookzilla-Podcast-Intro, sondern ich begrüße euch schlicht und ergreifend ganz, ganz herzlich hier bei diesem Special, dass wir das Glück hatten, miteinander aufnehmen zu dürfen, Alexander und ich. Und wir durften auch mit ganz, ganz wunderbaren Menschen sprechen und ein bisschen über die Serie Kohlrabenschwarz mit ihnen plaudern. Und zur Einleitung werden wir jetzt erstmal sprechen mit der Person, die für alles verantwortlich ist, die sich Kohlrabenschwarz am Anfang ausgedacht hat, die ganze Zeit im Hintergrund die Fäden in der Hand hatte. Mhm. Wir haben nämlich mit Tommy Krabbeis gesprochen. Tommy, richtig. Du bist derjenige, der vom ersten Moment an mit Kohlrabenschwarz involviert war. Du hast das Ganze ja mit kreiert, erschaffen sozusagen. Und wie ist so dein Gefühl oder wie waren die emotionalen Zustände, das würde ich gerne mal fragen, vom Hörspiel über Hörspiel fertig, Hörspiel erfolgreich, dann irgendwann zweite Staffel, können wir mal in Klammern setzen, aber dann Zusage, dass ihr daraus eine Serie macht, Produktion der Serie, Dreharbeiten, Post-Production und jetzt kurz vor der Premiere. Wie ein dir sehr oder euch sehr gut bekannter Schauspieler einst sagte, mal schauen, ob du das Zitat kennst, ich habe direkt vor Beginn des Drehs der ersten Folge all das aufgeschrieben, in eine Metalldose gepackt und im Garten vergraben. Mhm. Ich habe diese Metalldose jetzt hier bei mir. Ich packe sie aus und lese vor. Ich sage voraus, es wird eine Hörspielstaffel geben. Diese wird um eine zweite Staffel verlängert. Dann wird es einen Roman geben. Danach wird es eine Serie geben. Und diese wird sehr erfolgreich. Das hat Leonard Nimoy gesagt. Bei einer Star Trek Convention hatte er so eine Metallschachtel dabei, weil die Leute ihn immer fragen, did you know that this is gonna be bla bla bla. Und dann hat er irgendwann einfach aufgegeben und gesagt, ja. Ich wusste es. Na, ich habe mich über jeden einzelnen Schritt gefreut. Also ganz zu Anfang, dass ich überhaupt mit Michael Kessler da eine schöne Idee hatte, dann, dass ihm die Storyline, die ich geschrieben habe oder die grobe Idee gefallen hat, dann, dass der Christian von Aster das spannend fand und mitgemacht hat. Ich freue mich einfach so hoch an jedem einzelnen Step, wenn wieder was Tolles mit diesem Ding passiert ist. Und ich glaube, das ist auch die gesündeste Art, um damit umzugehen, ehrlich gesagt. Wie seid ihr oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Und warum ausgerechnet Märchen und Sagen? Der Michael Kessler und ich hatten gerade Bilbo und seine Bande aufgenommen nach der Augsburger Puppenkiste als Hörspiel und saßen nahe Arschkirchen in einem Biergarten. Und wie das so ist, wenn so Medienhanseln zusammensitzen, dann sagt man, ja, wir müssen ja mal nochmal was zusammen machen. Ja, muss man unbedingt. Nur der Unterschied ist, diesmal war es uns ernst. Und Michael sagte, ich würde gerne mal eine Serie machen, und so ein Ermittler spielen, aber irgendwie habe ich keinen Bock auf so Polizeikack, dass man dann da immer im Revier rumrennt. Und er würde gerne irgendwas mit Mystery machen. Und wir kamen dann eigentlich relativ schnell darauf, naja, also es gibt einfach so viel gruselige Märchen und Sagengestalten, könnte man nicht mit denen irgendwie was machen? Und dann war erst die Idee, wie wäre es denn mit einem Pfarrer, wenn ich einen Pfarrer spiele? Und dann haben wir gesagt, nee. Ja, ich glaube wegen Seelsorge, weil wir gesagt haben, ist das denn so, wenn Opfer betreut werden, machen das dann manchmal vielleicht Pfarrer oder ist das dann nur die Seelsorge der Anrufe? Wir hatten ja keine Ahnung. Und kamen dann irgendwie auf einen Psychologen, der Opferbetreuung macht, weil das wussten wir, dass das gibt. Und das irgendwie mit Märchen bla und der Rest war dann eigentlich, dass ich mich an einem Samstag mal hingesetzt habe und das einfach auf vier Seiten mal runtergehackt habe. Und dann war es irgendwie da. Und ehrlich gesagt, war es da schon, würde ich mal sagen, zu 70% das, was es jetzt auch in der Serie ist. Mhm. In Grundstock natürlich, ohne all die Details und ohne Herrn Erdmann und all das.
Ja. Ja. Und dann seid ihr aber auch wirklich explizit auf Sagengestalten gekommen in der ersten Staffel. Also wenn man jetzt mal vom Rattenfänger absieht, wo sich das ja dann langsam erweitert auf andere deutsche Gegenden, auf die bayerischen Sagengestalten. Gibt es da etwas, mit dem du schon ganz, ganz lange so im Hinterkopf herumgelaufen bist? Etwas, das du vielleicht aus deiner Jugend oder Kindheit kennst, mit dem Klar. du aufgewachsen bist? Also natürlich gab es bei uns in Bayern, in München, den Krampus, den Gehilfen vom Nikolaus, vor dem wir auch tatsächlich als Kinder Angst hatten. Und der auch damals in den 70ern noch weidlich eingesetzt wurde, um Kindern Angst zu machen. Also der lief dann da immer mit und der hatte einen Sack dabei und so eine Kette mit, der hat dann immer auf dem Boden oder manchmal auch auf den Tisch in der Schule draufgehauen, so ein irrer Lärm. Und da hatten wir schon ziemlich, ziemlich Schiss, erinnere ich mich. Und ich habe dann festgestellt, dass es halt relativ viele so, wie soll man sagen, so Figuren gibt, die dir eintrichtern sollen, dass du gefälligst brav zu sein hast, ja. Die einzige Figur, die da so ein bisschen rausstach, war die Perchta, die ich entdeckt habe, als ich für Mara und der Feuerbringer recherchiert habe, die dann eben nicht nur grausige Dinge einem antut, sondern tatsächlich manchmal auch Gutes tut. Und überhaupt dieses ganze Pärchenspringen und so weiter, das war in meinem alpenländischen Aufwachsen sehr, sehr präsent. Ich kannte das, ich hatte das auch schon ein paar Mal gesehen und fand diese Masken furchteinflößend als Kind. Insofern lag es ehrlich gesagt auch nahe. Ich finde es ja immer gut, wenn man mit irgendwas beginnt, was man einfach kennt und wo man auch eine Emotion zu hat. Ja. Und was mich besonders begeistert hat, und ich darf es auf keinen Fall vergessen zu erwähnen, war, dass in der ersten Folge mit dem Kraxelmann nicht nur eine historische, also eine schon etwas ältere Sagengestalt eine Rolle spielt, sondern auch der berühmt-berüchtigte weiße Lieferwagen, der gemäß einer modernen Sage in ganz Deutschland unterwegs ist und dessen Fahrer Kinder entführen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. War das etwas, das auch an euch herangetragen wurde? Hast du davon gehört in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, wo das rumspukt? Oder? Ich glaube, das war Herr Aster. Das müsst ihr ihn fragen, ob er daran schuld ist. Ich kannte das von euch tatsächlich, weil wir hatten ja in einem der Ferngespräch-Talks mal über diese Dinge gesprochen und da war mir das geläufig und darum kam mir das natürlich sehr zu Pass, dass es so war. Und wir haben dann auch beim Dreh geguckt, dass es tatsächlich ein weißer Lieferwagen ist. Aber die Grundidee, glaube ich, war Herr von Aster, weil der nach meiner groben Story dann die allerersten Storylines gemacht hat und der hat auch den Kraxelmann ergoogelt, glaube ich, und den blurdigen Damal und so weiter. Also das kam tatsächlich von ihm und irgendwie passt es auch zu ihm, ehrlich gesagt. Also auf so eine gewisse Art. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die technische oder auf die organisatorische Seite gehen. Du hast relativ früh, als es sich so andeutete, dass es eventuell eine Serie geben könne, gesagt, ich mache aber nicht Regie. Ich bin da nicht jeden Tag auf dem Set. Ich gehe einen Schritt nach hinten. Wie würdest du so in der Nachbetrachtung deine Rolle beschreiben und was war der Grund zu sagen, ich mache das nicht mehr jeden Tag am Set? Ich hatte den Eindruck, dass ich als Showrunner und mit meinem Bruder Nico als Produzent besser dafür sorgen kann, dass das Ding gut wird, wenn ich der Regie alle Möglichkeiten biete, die ich irgendwie habe oder die wir haben und wenn wir ihnen einfach den Weg freiräumen. Denn ich habe in meiner Regiekarriere sehr, sehr oft die Situation gehabt, dass ich das Gefühl habe, es ist ein Bergaufkampf gegen Produktion, gegen Verleih, gegen Sender und so weiter und so fort. Und ich wollte einfach, dass dieses Ding nicht daran krankt und dass die Leute am Set frei arbeiten können und habe mir dann vorgenommen, das mache ich jetzt. Ich bin sozusagen der Wellenbrecher vorne und sorge dafür, dass die entspannt und cool arbeiten können. Das hat funktioniert. Also Nico war da mindestens genauso, teilweise wenn nicht noch mehr beteiligt. Und das hat tatsächlich, das hat insofern gut funktioniert, weil ich den Erik Haffner schon lange kenne auch
und er auch mir gegenüber total offen sein kann und sagt, du, ich habe hier das Problem, das funktioniert nicht, da haben wir was, das müssen wir irgendwie lösen. Wir einen ganz, ganz kurzen Draht dazu hatten und ich dann auch weiß, dass er keinen Scheiß erzählt. Das ist ja auch wichtig, dass du dem Regisseur vertraust, wenn der sagt, wir schaffen das nicht in dieser Zeit, lass uns eine Lösung finden, dass man dann nicht sagt, ja, das kriegst du doch hin. Ja, mhm, weil das habe ich selber auch schon sehr, sehr oft gehört als Regisseur. Mhm. Mittlerweile ist es so, jetzt wo das Ding so ein bisschen eingegroovt ist, wenn wir eine Staffel 2 machen, könnte ich mir vorstellen, vielleicht ein paar Folgen zu übernehmen, aber um Gottes Willen auch nicht alle. Da muss man mal gucken, wenn es eine Staffel 2 gibt, aber das hat insgesamt schon wirklich sehr gut funktioniert mit uns so in diesem Gespann. Und ich glaube, ein großer Vorteil ist, da ich eben so viel Regie geführt habe, wusste ich bei manchen Dingen auch schon vorher, das müssen wir lösen. Oder wenn dieses Problem aufkam, wusste ich, das ist ein reales Problem, ich kenne das und ich wusste auch, wie man es vielleicht lösen kann. Mhm. Und wenn und dann gab es eben auch so, wie soll ich sagen, ganz pragmatische Probleme, wie zum Beispiel, wie zur Hölle kriegen wir denn das Equipment da über den schlammigen Weg hoch? Und dann ist halt der Nico mit seinem Monster-Truck da hingefahren und hat die Dinger da hochgeoxt. Was das Team so auch noch nie wirklich gesehen hatte, ehrlich gesagt. Also der Erik hat mir dann mal gesteckt, dass die Leute vom Team völlig verwundert waren, dass da die Produzenten am Set auftauchen, Sachen in die Hand nehmen und bei Wind und Wetter Berge rauf und runter schleppen. Das fanden die, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich, aber es muss halt gemacht werden. Ja. Hilft ja nichts. Und wie schwer war es, ein Stück weit deine Vision loszulassen, weil du ja dadurch, dass du in der zweiten Reihe stehst, jetzt jemand anderen das, was bei dir im Kopf stattgefunden hat, jetzt manifestieren. Naja, weißt du, ich hab ja den Case geschrieben. Also als Headwriter und als Showrunner hast du ja schon einen großen Einfluss. Aber letztendlich ist es so, es ist ja dadurch, dass da so viele tolle Leute mitmachen, viel besser geworden, als wenn ich es alleine gemacht hätte. Also wenn ich jetzt jede Position alleine gemacht hätte, wäre es ziemlich beschissen geleuchtet, sehr oft unscharf, immer falscher Weißabgleich. Ja. Und deswegen, ich habe mich immer gefreut, wenn die Muster vom Set kamen und ich habe mir das angeschaut und habe festgestellt, das ist total geil. Das ist großartig, es ist an vielen Stellen besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Und ich glaube, ich hatte so 3 oder 4 Dinge, wo ich mir gedacht habe, ah, das hätte ich jetzt vielleicht irgendwie anders gemacht. Das war aber eher so geschmäcklerisch. Mhm. Na, also wenn, es gibt da so einen Satz, den der Erdmann sagt, wo er sagt, Geschichten steigen aus dem Boden, suchen sich geeignete Personen und bla bla bla. Ne? Den hatte ich eigentlich eher so wütend, eindringlich auf den Schwab gesprochen gedacht. Mhm. Wer ist denn hier der Psychologe? Das müssen Sie doch verstehen, so irgendwie in der Art. Erik hat das total mystisch inszeniert und dadurch hat es so ein Gewicht, dass es jetzt, wie soll ich sagen, dem Zuschauer viel mehr hilft zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also der hat das super gemacht. Ich hatte das komplett anders gedacht. Ich hätte es auch anders inszeniert. Und das ist so ein Beispiel. Ja, es ist halt manchmal Geschmackssache, manchmal Genialität und manchmal einfach Scheiße, aber dann schneidet es der Eri sowieso aus. Wir durften ja schon ganz ausführlich reinschauen in die Folgen und sind natürlich hellauf begeistert. Und was ich auch besonders auffällig finde, der Cast, was für ein großartiges Ensemble ihr da zusammengestellt habt und bekommen habt für die Rollen. Und auch die Besetzung der etwas kleineren Rollen ist einfach wundervoll gelungen. Worauf habt ihr beim Casting besonders geachtet? Mal jetzt der abgesehen Erik, von den Rollen, die eh schon im Hörspiel schon klar waren. Also, klar waren, das sind 2 Dinge. Der Erik hat von vornherein gesagt, bei dieser Serie müssen wir bis in die kleinsten Rollen Schauspieler und Schauspielerinnen besetzen. Mhm. Das ist ja oftmals so, dass du sagst, komm, die Person hat irgendwie 5 Sätze oder einen Satz, dann nimmt man sogenannte Edelkomparsen. Er hat gesagt, nein, es müssen Leute sein, die richtig gut spielen können. Wir müssen sie casten, die müssen die Sätze sagen, wir müssen sie angucken und dann erst gebe ich meinen Stempel. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil bei so einer Serie, wenn da irgendjemand nicht 100% spielt, dann fällst du raus. Das darf nicht passieren. Und das andere war, dass wir eben auch und gerade im Schauspielensemble eine absolut arschlochfreie Zone generieren wollten, damit wir schön miteinander arbeiten können. Das hat super funktioniert. Also gerade
das Kernensemble, also nicht nur die fünf Hauptfiguren, sondern eben auch Alexander und Najia, die Chris und Alexander und Sokol, die Chris und Najia spielen, sind eine, also wirklich eine Einheit, ein Ensemble und sehen sich auch so. Das ist tatsächlich nicht immer so an Sets. Es gibt da schon oftmals so, es muss nicht immer irgendwie so richtig negativ auffallen, aber es gibt eine Hackordnung im Sinne von, ich bin hier der Hauptdarsteller. Also das gibt es schon. Manchmal ist das sehr unangenehm. Manchmal ist es nur einfach so, aber es stört auch niemanden. Aber hier war es wirklich wie ein großer Freundeskreis, die zusammen eine Serie machen und durch dick und dünn gehen. Und vor kurzem bekam ich ein Foto von der Bettina Lamprecht. Da war die Sokol, also die, die Najia spielt, bei ihr zu Hause und sie haben ein Brettspiel gespielt, das ich hier in der Bumfilm rumfliegen hatte und ihnen geschenkt habe. Ach, wie cool. Also das kommt tatsächlich durch. Wir waren ja, glaube ich, dreimal insgesamt am Set. Mhm. Einmal auch wirklich in einer stressigen Phase und auch in einer besonders stressigen Situation, die wir da erlebt haben. Und es war aber grundsätzlich, also Zeit ist Geld auf dem Set, das ist völlig klar, aber die Stimmung war grundsätzlich angenehm. Untereinander, ja. Genau. Und auch wenn man so geschaut hat, wir haben ja oft dann in den Mittagspausen dann auch die Interviews mal geführt, also da standen ja auch alle beieinander, das war ja nicht so, als ob da irgendwer separiert in seinem eigenen Zelt. In seinem VIP-Counter, in seinem VIP-Corner sitzt, nee, überhaupt gar nicht, wirklich, also das habe ich also in dieser Form wirklich selten so krass erlebt. Und das transportiert sich, finde ich, auch. Also auf allen Ebenen, glaube ich, man kann das ein bisschen spüren, dass die, also dass das Ensemble auf jeden Fall gut miteinander kann. Ja. Das kann ein guter Schauspieler wahrscheinlich auch anders darstellen, aber es springt einen doch sehr an, den Eindruck hatten wir. Gott sei Dank. Wie geht's denn jetzt weiter mit Kuram Schwarz? Was sind also deine Wünsche für den 8.6.? Die Wünsche sind, dass ganz viele Leute an diesem Tag am besten ein Testabo machen bei Paramount und direkt auf diese Folge klicken als erstes. Mhm. Denn das ist die Währung für uns für die zweite Staffel. Dass Leute sagen, ich mache ein Gratis-Abo, ist eine Woche, glaube ich, ist das irgendwie umsonst. Klicken direkt auf Kulturam Schwarz und schauen sich einfach diese 6 Folgen im Binge-Verfahren an. Das wäre das denkbar Beste. Und zwar alle, die irgendwie Kram von mir mögen, sollen da draufklicken. Das wären nämlich dann wirklich sehr, sehr viele, weil also gerade Ghostsitter-Fans sind ja wirklich in den Millionen, Gott sei Dank, mittlerweile. Mara-Fans müssten eigentlich auch die Million ankratzen. Und Kulturam Schwarz, das Hörspiel, wurde auch von wahnsinnig vielen Leuten gehört. Es war ja ein super Hit. Ich hoffe, dass wir die alle erreichen, dass die alle ein Gratis-Abo machen und dann auf diese Serie klicken. Ja. Was sie danach machen, weiß nur der Herrgott, wenn es einen gibt. Aber das ist wichtig. Man sollte vielleicht den Hinweis geben, vielleicht nicht vor der Arbeit. Ich sag das nur mal, weil wenn man das dann macht, dann bleibt man halt hängen. Das ist das Problem. Da muss man sich ist halt euch das so gegangen? Alle? Ja, definitiv. Also ich weiß, kann ich auch hören. Ich weiß, du hattest, also ich kann das ja mal wirklich, sonst würden wir ja auch die Special nicht machen. Das muss man ja auch nochmal sagen. Das ist jetzt ja nicht, weil wir da gezwungen zu werden, sondern du hattest uns dann irgendwann gesagt, hier sind die Folgen, ihr könnt euch die frühen Fassungen anschauen, wenn ihr das mögt. Dann könnt ihr vielleicht einen Eindruck gewinnen und wenn ihr jetzt was dazu machen wollt im Podcast, dann habt ihr. Ja, es war eigentlich eher so, schaut es euch doch mal an. Ich wollte ehrlich gesagt auch wissen, wie ihr es findet, weil ihr seid so klassisches Zielpublikum. Es war mir total wichtig. Und ich bin total nölig, wenn ich mir Sachen angucke. Ja, das ist zum Kotzen. Und ich wollte unbedingt, dass euch das gefällt. Ich habe mich total zusammengerissen, als ich euch den Link geschickt habe, nicht zu sagen, also das ist noch nicht fertig und da müssen wir noch und blablabla. Habt es einfach nur geschickt und dann tatsächlich gebankt, dass ihr da Spaß dran habt. Und Alexa sagte dann, hat sie dann jetzt also, ah oh, ja, aber vor allen anderen, und sollen wir nicht erst die fertigen Fassungen gucken? Und dann haben wir die erste Folge geschaut. Und dann hat sie sich aber auch nicht gewehrt, die zweite Folge zu schauen. Dann war die zweite Folge vorbei, die auch, wir können das nochmal sagen, auch mit einem Cliffhanger so ein bisschen endet, die zweite Folge, natürlich. Und dann guckte mich Alexa und sagt, wir haben jetzt keine Folgen mehr, oder? Und dann habe ich gesagt, du wolltest doch gar nicht gucken. haben wir denn noch? Und dann habe ich gesagt, eigentlich haben wir alle Folgen. Und ab da war der Abend dann halt gelaufen. Da war's die Nacht war sehr kurz. Oh Mann, echt jetzt? Ja. Wie geil. Ja. Aber ihr habt ja da relativ frühe Fassung gesehen, also nicht gecolorgraded, mit teilweise mit Temp-Musiken.
und ohne Effekte. Und Telefonate, in dem in Telefonaten anderer Text gesprochen wurde, als er hinter in der Serie ist, weil unten dann eingeblendet wurde, also ich das muss das mal, synchronisiert werden. Da soll später gesagt werden, das. Ja, ja, ja. Das haben wir dann irgendwann einfach mal, wenn uns ein Fehler aufgefallen ist, haben wir das einfach als Untertitel unten reingeschrieben, dass auch die Kollegen und Kolleginnen von Paramount sehen, wir wissen das, ja, ja, machen wir noch. Und einmal ist uns auch ein Continuity-Fehler noch aufgefallen, da sprechen der Kessler und die Frau Lamprecht in der Kirche miteinander und sie sprechen über einen Vorfall von heute Vormittag, der war aber gestern Vormittag, ja. Das mussten wir dann zum Beispiel synchronisieren. Und fast alles, wo Bettina Zimmermann Altnordisch sprechen soll, musste synchronisiert werden, denn das ist nicht ihre allererste Sprache, würde ich mal vorsichtig sagen. Herausforderung, ja. Fällt aber dann auch nicht auf. Aber ja. Das Interessante ist, also das war völlig bewusst, da waren riesen Wasserzeichen auch natürlich drin, die ein bisschen im Bild gestört haben und das Licht und so passte alles noch nicht. Aber die Geschichte war so gut, dass man das jetzt einfach weitergucken wollte. Und ich habe, und das ist jetzt wirklich, ich sage das nicht, weil wir hier zusammensitzen, um ein Special über diese Serie zu machen, sondern ich habe das alles nicht mehr gesehen. Ich habe das Wasserzeichen nicht mehr gesehen. Stimmt. Fehlte, nicht mehr gesehen, weil mich einfach die Story so gepackt hat. Und es gibt wenige Serien, bei denen es mir so geht, dass ich die durchgucke, eine Staffel, und dann sofort das Gefühl habe, jetzt würde ich die eigentlich gerne nochmal sehen, weil mir da bestimmt nochmal mehr auffällt und ich nochmal mehr von der Story mitkriege. Und das war da so. Das ist kommt ab und zu mal vor, aber nicht allzu oft. Und das lag auch gar nicht mal nur dran, dass es um Märchen und Sagen geht, was ja einfach eins meiner Lieblingsthemen ist, sondern einfach, weil der Cast toll war, weil die Bilder irre waren schon da in diesen Fassungen und weil die Story einfach super ist. Das tut sehr gut zu hören. Oh Gott, hoffentlich funktioniert das alles. Mann, oh Mann. Ich sitze ja gerade an der Storyline für Staffel 2, die Fiction-Serie. Staffel 2 Hörspiel gibt es ja schon. Und es ist tatsächlich gar nicht so leicht, das jetzt auseinander zu klamüsern. Was haben wir jetzt in der Fiction-Serie schon erzählt, was im Hörspiel noch nicht erzählt wird und umgekehrt. Wir sind ja im Hörspiel bei Staffel 1 an bestimmten Stellen etwas weiter, vor allem was den großen Bösewicht dahinter angeht, und an anderen Stellen sind wir aber weiter hinten. Zum Beispiel Chris und Najia kommen im Hörspiel erst in Staffel 3 und diese Staffel 3 Hörspiel gibt es noch gar nicht. Die habe ich in Staffel 3 hineingebaut, weil ich zwei Figuren brauchte und habe mir dann bei der Fiction-Serie gedacht, das ist doch viel cooler, wenn die schon von vornherein vorkommen, weil du weißt ja, du wirst sie irgendwann brauchen. Und darum sind die jetzt von vornherein dabei. Ich glaube, da werden einige Leute bestimmt rumnölen und sagen, oh, da muss jetzt hier Diversity sein. Und deswegen sind die da dabei. Nein, die sind dabei, weil die von vornherein in Staffel 3 schon, also weil sie in Staffel 3 vorkommen und ich festgestellt habe, es ist hohl, dass sie nicht schon von Anfang an dabei waren. Und sie erfüllen eine super Funktion im Erzählen der ersten Staffel. Total. Weil sie sind eine absolute Bereicherung. Und es ist schade, dass du natürlich dann auch zeitliche Begrenzungen hast, dass du die beiden nicht noch mehr zeigen kannst. Weil du musst ja so viel erzählen. Aber total Sinn gemacht. Haben total Sinn gemacht. Und sie haben eben diesen ganz wichtigen Moment in, ich glaube, Folge 4, wo man merkt, wie relevant sie, das ist natürlich jetzt ohne Spoiler schwer zu sagen, wie relevant sie sind und dass Chris sich ein Stück weit eben auch von seiner Pflichtbewusstheit oder Pflichtbesessenheit, ich weiß nicht, wie man das nennt, löst, weil er das Richtige tun ganz will. Ganz großartige Szene war das. Ja, also und ich dass weiß, er dann, wir wollen nicht spoilern, aber ist so ganz, eine schöne Szene, da habe ich auch so eine Freude gehabt, dass er sich da, du merkst, wie schwer ihm das fällt. Aber beide beweisen sich da eben und sind dann am Ende, ich glaube, das ist nicht so der allergrößte Spoiler, wirklich richtig Teil des Teams, das dann so eben in Staffel 2 geht. Ja. Ja. Wir hoffen, dass die kommt, die Staffel 2. Nicht, weil es für euch irgendwie als Firma toll wäre. Oder doch, ihr dann deswegen auch. Ja, das ist mir aber dann tatsächlich egal, weil mir geht es darum, dass ich die zweite Staffel mehr sehen will. Wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Ja, ich auch. Also wir könnten die Geschichte, wenn das jetzt alles so 6er-Staffeln wären, bräuchten wir etwa 5 Staffeln, um sie zu erzählen. Ich schreibe aber jetzt gerade mal eine 8er-Staffel für die zweite.
Staffel. Und alle, mit 8 Folgen. Alle, die reingeschaut haben, werden jetzt wissen, warum wir sagen, wir wollen mehr, weil wenn man die 6. Folge, wenn da der Abspann läuft, denkt man, ja und jetzt? Ja genau, das kann doch jetzt nicht sein. Frechheit. Aber frustriert wart ihr hoffentlich nicht, nein, oder? Überhaupt nein, nicht. Nein. Also es ist nicht so ein Frustende. Aber, nein, nee, ist toll. Frust nicht, aber absolute Gespanntheit und ja, ein Hoffen auf mehr. Definitiv. Ich weiß schon, wo die erste Szene von Staffel 2 spielt. Das muss ich muss es sagen. Ich glaube nicht, dass das schlimm ist. Musst du entscheiden. Ja, das ist völlig in Ordnung. Sie spielt am Europäischen Hexengericht. Ach, cool. Ja, oh. Das wird sehr schön. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Ich will, dass im Hintergrund ein Troll an einem Kopierer steht und stumm die ganze Zeit kopiert und sonst nichts macht. Sonst nur einfach nur mit dem Rücken zu uns im Dunkeln steht und irgendwas kopiert, wo sich dann im Nachhinein herausstellt, es ist falsch oder auf DIN A4 oder DIN A3 kopiert oder so. Hoffen wir, dass wir das bald sehen können. Ja. Tommy, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen Liebe hast. Liebe Zeit, ich danke euch wirklich tausendfach für eure Begeisterung und dass ihr da echt ein Special daraus macht. Man muss es jetzt nochmal sagen, ich habe nicht gesagt, bitte macht ein Special. Wirklich, wirklich nicht. Sondern ihr habt gesagt, ihr würdet gern eins machen. Mhm. Und das ist wirklich das größte Lob, weil das viel Arbeit ist. Und Alexander, ich weiß, dass du jetzt im Vorruhestand wirklich eine Menge zu tun hast. So im Stress und jetzt auch noch so ein Special. Schlimm. Also vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt toll. Wir drücken dir die Däumchen und sprechen uns an einem Special zur zweiten Staffel. Crazy shit. So machen wir's. Ja, nachdem wir jetzt also mit dem Showrunner und dem Mastermind hinter der Serie gesprochen haben, geht es über zum Cast. Und wir haben für euch ein paar ganz tolle Interviews mit dem Maincast, mit Michael Kessler, mit Bettina Lamprecht, Bettina Zimmermann, Peter Kettnert und Jürgen Tonkel. Und bei all diesen Interviews haben wir zwar auch so ein bisschen nicht nur nach der Serie gefragt, sondern auch so ein bisschen nach dem Verhältnis der Einzelnen zu Märchen und so weiter. Und es hat jeder oder jede so ein bisschen so ihren eigenen Spin beim Thema, was ich ganz, ganz charmant und toll fand. Und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie wir von den Interviews mit dem Maincast von Kohlraben Schwarz. Und diese Interviews werden immer eingeleitet von kleinen Audioschnipseln, die nicht so viel verraten sollen, aber ein wenig dann doch die Charaktere einführen sollen. Und wir beginnen mit dem Hauptdarsteller Michael Kessler, der den Psychologen Stefan Schwab spielt. Und das ist natürlich für mich als Psychologen ein besonderes Fest gewesen. Und da hören wir doch jetzt mal rein. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Ich bin Psychologe. Ich kann Ihnen Übungen für Entspannung geben. Bei uns ist jetzt Michael Kessler. Und ich glaube, Michael, dich vorzustellen ist, glaube ich, ziemlich unnötig, weil du seit so vielen Jahren so präsent in der deutschen Medienszene bist. Deswegen als erste Frage, die muss ich stellen, weil ich bin wirklich Psychologe. Oh, echt? Oh. Wie ist es für dich gewesen, einen Psychologen im Hörspiel und jetzt dann auch in der Serie zu spielen? Hast du dich da besonders darauf vorbereitet oder sagst du, die Autoren wissen, was sie tun? Die Autoren wissen hier ziemlich genau, was sie tun. Und wir haben auch noch einen Psychologen in der Familie. Von daher gab es die eine oder andere Nachfrage natürlich auch da und Klärung. Aber es ist eine schöne Rolle. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr interessanter Beruf. Du kommst, ich habe mal so ein bisschen deinen Wikipedia-Artikel auch nochmal gelesen. Du hast, das klingt jetzt ganz blöd, bitte nicht falsch verstehen, aber richtig ernsthaft Schauspielerei ja betrieben. Ja. Und bist, glaube ich, einer der ganz bekannten Comedians, also im lustigen Fach. Jetzt ist ja, das weiß ich mit meinem Halbwissen, Comedy eigentlich das Schwierigste, weil das Timing unglaublich gut sein muss, man muss präzise sein. Würdest du gerne mehr ernste Rollen spielen oder sagst du, die Herausforderung bei Comedy ist genug? Ich freue mich, dass ich jetzt eine ernste Rolle spiele, weil der Schwab ist ja jetzt eine ernste Rolle, eher eine dramatische Rolle. Habe ich nicht so oft gemacht. Habe ich auch früher am Theater habe ich auch dramatisch gespielt, aber natürlich auch immer komisch. Die Mischung macht es. Mhm. Ich war nie jemand, der sich beschwert. Ich möchte aber das spielen, ich möchte diese Rolle oder das möchte ich jetzt noch. Das liegt mir nicht, weil die Dinge kommen dann doch immer so, wie sie sein sollen. Und aber ich freue mich natürlich, dass es mal auch eine ernste Rolle jetzt dabei ist. Aber ich mache auch die Comedy natürlich gerne. Ich habe die auch immer gerne gemacht. Wir haben viel gelacht. Ich muss jetzt natürlich auf die Motivik der Märchen und der Sagen zu sprechen kommen. Hast du ein persönliches Verhältnis zu Märchen? Bist du mit Märchen aufgewachsen oder sagst du, nee, eher so nicht? Nein, ich bin mit Märchen natürlich groß geworden, noch ganz klassisch. Zu meiner Kindheit, da hat man ja noch viel Gebrüder Grimm gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Also
die Geschichten sind ja und Märchen sind ja teilweise sehr brutal und werden, glaube ich, heute den Kindern gar nicht mehr so oft vorgelesen, aber ich bin damit groß geworden, ich hatte viele Märchenplatten und es war auch immer so, dass wenn ich krank war, ne, ich lag irgendwie mit Grippe da nieder, dann legte ich mich aufs Sofa im Wohnzimmer, da war da der Plattenspieler und dann wurde also alle Märchenplatten durchgehört in großer Regelmäßigkeit und in Wiederholungsschleifen. Ja, hast du ein Lieblingsmärchen? Nein. Okay. Nicht wirklich. Also das, nee, wenn ich jetzt nachdenke, eigentlich nicht, nee. Ja. Und was hat deine Rolle, was hat der Stefan Schwab für ein Verhältnis zu Märchen? Naja, er wird die auch kennen, ist ja ein Alter, ist damit vermutlich auch groß geworden und ist jetzt in der Konfrontation natürlich erstmal verwirrt, weil das ist ja auch der Clou der Serie. Also es tauchen Figuren auf, ich sage jetzt mal wieder Rattenfänger von Hameln, den wir alle kennen, aber der eben im Hier und Jetzt irgendwie aufzutauchen scheint, was eine spannende Geschichte ist, weil eben auch für den Zuschauer das so ist, ne? Man kennt die alle und es sind natürlich teilweise mit den Märchen erfundene Geschichten, aber gerade in den Sagen sind es ja Figuren, wo man oft denkt, ja, gab es die vielleicht nicht. Doch, oder was war denn da? Und was war denn damals mit den Kindern in Hameln? Und das hat eine tolle Ebene, finde ich, für so eine Mystery- oder Grusel-Effekt. Man sieht ja, es gibt ja viele Mystery-Serien und Momente, wo man sich gruseln soll. Und ich finde es dann immer ein bisschen albern, wenn dann irgendwelche komischen Wesen da auftauchen. So Fantasie, Fabel, was weiß ich nicht, Wesen, die man gar nicht kennt. Aber hier gibt es eben diese Verbindung zu den Märchen. Und das finde ich spannend, weil das hat so eine komische, das wird fast unangenehm, weil man so denkt, ja, könnte ja eigentlich sein. Ne? Mhm. Ja. Findest du, dass das Sagen und Märchenerzählen für uns wichtig ist als Gesellschaft? Das war es schon immer. Also, ne, ob es jetzt, das war früher das Lagerfeuer, wo man dann abends zusammensaß. Heute ist es wahrscheinlich eher der Fernseher, wo die Menschen sich die Geschichten erzählen lassen. Aber der Bedarf, sich Geschichten erzählen zu lassen, der ist nach wie vor da. Und ich bin jemand, der wahnsinnig gerne entführt wird, verzaubert wird, in andere Welten gebracht wird, sei das im Theater oder im Fernsehen oder Kino. Das hat für mich immer viel mit Fantasie zu tun und dass ich da 2-3 Stunden abschalten kann und wo völlig anders bin und in ganz andere Gefühlswelten auch eintauche, mich entweder kaputt lache oder auch sauer werde oder Angst habe auch mal und so. Das finde ich toll. Das ist, das macht's aus. Jetzt haben wir die besondere Situation, letzte Frage, dass du ja erstmal im Hörspiel die Rolle gespielt hast. Mhm. Da gibt's ja sozusagen 2 Staffeln sogar schon. Mhm. Hast du irgendwie mal einen Gedanken daran verschwendet, dass daraus eine Serie werden könnte? Also mit einer Realverfilmung eines Hörspiels, weil es ist ja nicht so häufig, dass das in der Form passiert und dass auch die Sprecher und Schauspieler dann identisch bleiben. Das stimmt. Hat Tommy Krabweis schon die Geschichte erzählt, wie es überhaupt dazu kam? Nein. Nein. Natürlich nicht. Weil ich weilte bei Tommy Krabweis und wir haben was aufgenommen, nämlich Bilbo und seine Bande als Hörspiel und sind abends in einen Biergarten und saßen dort und Tommy sagte, wir müssen noch mal was anderes zusammen machen. Irgendwas, so Krimi, Mystery. Und da habe ich gesagt, Mystery ist so gar nicht meine Abteilung eigentlich. Mhm. Ist nicht mein Genre, kenne ich mich nicht gut aus, gucke ich gar nicht so viel. Aber, und das war dann der spontane Kessler zwischen Knödel und Bier, der sagte, wie wäre es denn, wenn so Sagengestalten oder Märchengestalten wieder im Hier und Jetzt auftauchen und die in irgendwelche Kriminalfälle verwickelt werden oder da irgendwie ihr Unwesen treiben. Und da sagte der Tommy so, ja, und dann redet mir noch ein bisschen drüber. Und 3 Monate später rief der Tommy an und sagte, ja, wir haben jetzt Bücher geschrieben und wir machen das jetzt bei Audible als Hörspiel. Und ich so, wie bitte? Das war die erste Überraschung. Das passiert auch nicht so oft, dass es dann so aus, ich sag jetzt mal, es soll jetzt nicht eitel klingen, aber so aus dem Ärmel geschüttelt war, in so einem völlig absurden Moment da im Biergarten. Dass es dann aber nochmal zu der Serie kommt, war für mich schon eine große Überraschung, zumal es ja jetzt nicht Prime gemacht hat, sondern Paramount Plus, auch noch eine andere Firma. Ja. Ist natürlich toll für uns, weil irgendwie ein Hörspiel ist schön, aber es dann wirklich zu sehen und auch für uns nochmal zu spielen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Hat das was mit deiner Figur gemacht, vom Hörspiel zum Schauspiel? In dir drin? Hörspiel macht man natürlich immer ein bisschen anders, ne? Man muss das mehr gestalten, man muss ja auch viele Dinge anders formulieren und ausformulieren, dass die Zuschauer überhaupt verstehen, was da passiert.
Die Möglichkeiten hier sind natürlich vielfältiger. Ne? Wir können natürlich mit viel mehr Dingen jetzt arbeiten. Es wird visualisiert, sowohl die Figuren als auch die Geschichten. Das ist ganz ehrlich für mich natürlich nochmal eine schönere Geschichte als nur das Hörspiel. Ich habe das Hörspiel sehr gerne gemacht, aber das jetzt nochmal zu drehen, ist wirklich, wir hatten damit nicht gerechnet, ist das eine tolle Überraschung und ein Geschenk. Ja, Michael, vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch. Und viel Erfolg mit der Serie. Ja, danke. Alles Gute. Herr Schwab. Hallo, Frau Leitner. Anna Leitner, Ressortleiterin für digitale Fahndung und Datenschutz, genau. Mhm. Bettina Lamprecht ist jetzt bei mir. Ja. Bettina, hast du schon mal eine Polizistin gespielt, eine ernsthafte Polizistin? Also Rollen hast du ja schon 30 Millionen in deinem Leben gehabt und Kostüme, aber eine ernsthafte Polizistin? Ich habe lustigerweise heute gerade erst drüber nachgedacht oder es ist mir so aufgegangen, weil ich schon das nächste Projekt so ein bisschen vorbereitet habe. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich in den letzten 2 Jahren, ich glaube, 3 oder 4 Polizistinnen auf einmal gespielt habe. Also einmal beim BKA, einmal beim, wie heißt das, LKA, dann hier Bayerische Polizei und das nächste ist dann irgendwie die Beauftragte für Sexualdelikte oder irgendwie sowas. Okay. Fand ich auch lustig, weil ich ein paar Jahre war ich so ein bisschen auf die Mutterrolle, davor immer Craziness, alles Mögliche und jetzt gerade bin ich im Polizeifach gelandet. Ja. Da habe ich schlecht recherchiert, das hätte ich wissen können. nee, kann man nicht wissen, weil das sind alles Sachen, die noch nicht ausgestrahlt wurden. Okay, gut, dann bin ich rehabilitiert in dem Fall. Jetzt hast du bei Kohlraben Schwarz natürlich mit den humoristischen Momenten, bei einer Kapweiß-Produktion bleibt es ja nicht aus, aber eher eine ernsthafte Rolle. Wie ist das? Also bei Comedy, bei Humor muss man ja ein extrem gutes Timing haben, was ja eigentlich viel schwieriger ist, als irgendwelche ernsthaften Rollen zu spielen. Wie ist es jetzt? Ist es ein bisschen entspannter, mal nicht so das Timing so durchzupeitschen oder anstrengender, weil das sich irgendwie anders anfühlt? Also erstens gehe ich alle Rollen im Grunde gleich an. Ich sehe da überhaupt keinen Unterschied in der Ernsthaftigkeit. Also wenn ich nicht alle meine Rollen ernsthaft, sozusagen ernsthaft oder ernst nehmen würde, dann könnte ich sie gar nicht spielen oder wäre es für mich nicht interessant. Von daher mache ich da überhaupt keine Unterscheidung. Und die komödiantischen Projekte sind vielleicht so ein bisschen bekannter oder so, aber ich habe auch immer wieder und auch sehr viele schon ernsthafte, wenn man das so nennen mag, Projekte gemacht. Ich finde, bei Tommy bleibt das Timing überhaupt nicht aus. Also ich finde, die Texte, die sind sehr, wie soll ich sagen, also da ist Rhythmus ein ganz großes Thema. Und also insofern ist das jetzt keine ganz andere Arbeit für mich. Also gar nicht. Was eher anders ist als bei vielen anderen Projekten, ist die Länge der Szene oftmals. Also wir haben viele Szenen, die sehr, sehr, sehr lang sind. Mhm. Was ich toll finde, weil das dann eher ja fast was Theatrales oder für mich wie so eine Theaterarbeit eher bekommt, weil man wirklich ins Spielen kommt, weil man Szenen lange probt. Und das mag ich sehr. Es ist beim Drehen extrem anstrengend, weil man viele Stunden dann mit dieser einen Szene beschäftigt ist. Aber ich befürworte das eigentlich immer als eher so ganz kurze Sachen, die dann ganz schnell wieder vorbei sind. Das fällt mir so bei den Texten auf. Aber vom Spielen, nö, sehe ich keinen großen Unterschied. Der Genre-Mix ist ein bisschen ungewöhnlich, der Kohlraben Schwarz ja hat. Du hast den aber natürlich durch die Rolle im Hörspiel ja schon gekannt. Im Grunde genommen zwei Fragen, die ich da stellen will. Das eine ist, wie war das, als du den Anruf bekommen hast, wir machen jetzt aus dem Hörspiel eine Serie? Wie war so deine Reaktion darauf? Ja, ich habe mich sehr gefreut, weil das ein unglaublich ungewöhnlicher Prozess ist, dass man ein Hörspiel macht, was im Übrigen auch mein allererstes Hörspiel war, obwohl ich das immer schon machen wollte. Als Kind habe ich auch schon Hörspiele gemacht und so. Aber ich habe noch nie professionell ein Hörspiel gesprochen bis dahin. Das war für mich eine neue Erfahrung und eine neue Arbeit. Und auch gar nicht so leicht immer. Also da waren die anderen schon viel, habe ich gemerkt, sind da viel
eingespielter gewesen und so. Und genau, und dass dann aus einem Hörspiel eine Serie gemacht wird, habe ich noch nie gehört. Mhm. Und schon gar nicht mit den Sprechern. Mhm. Also, und ich glaube, das haben wir hauptsächlich dem Tommy zu verdanken, dass der sich da so für eingesetzt hat, dass wir das tatsächlich auch spielen. Insofern habe ich mich da sehr drüber gefreut. Den Genre-Mix, ja, das ist tatsächlich was Außergewöhnliches. Beim Hörspiel habe ich vieles gar nicht so richtig kapiert, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Weil ich wahrscheinlich auch so fokussiert war, das irgendwie einigermaßen gut zu machen. Und das dann auch so gestückelt und so, ne? Ja, ja. Und jetzt in der Serie sind mir so ein paar Sachen aufgegangen, die ich damals gar nicht kapiert habe. Genau. Ja. Ein paar Muster haben wir schon mal gesehen und auch so ein paar Elemente mitbekommen. Dann seid ihr weiter als ich. Ja, wir haben ja auch erleben dürfen, wie unsere Wohnung gedreht worden ist, diese Badezimmer-Szene und auch besondere Anwendungen von Spaghettis, das war eben bei uns, das haben wir so ein bisschen mitbekommen, wie das aussieht. Ich fand das, was ich bisher so wahrgenommen gesehen habe, ziemlich düster und gruselig, was ich beim Hörspiel gar nicht so wahrgenommen habe. Wie ist so dein persönlicher Umgang mit dem Horror oder dem gruseligen Genre? Bist du ein Fan von sowas oder eher nicht? Vor der Kamera ist es neu für mich und dahinter auch, weil also privat habe ich damit gar nichts am Hut. Ich werde schon beim Tatort, muss ich schon die Musik ausstellen, damit ich, also ich gucke eigentlich keinen Tatort, aber wenn mal irgendwie so ein schlimmer deutscher Krimi läuft, dann auch da muss ich schon die Musik ausmachen, damit ich es überhaupt gucken kann. Also ich bin sehr, sehr, ein sehr ängstlicher Mensch. Hast du einen Tipp? Und kann kein, also Grusel und Horror und Mystery ist null mein Genre. Mhm. Aber zu drehen ist das natürlich toll. Also ja. Meinst du, man kann das gut überstehen? Weil ich bin selber ja auch gar kein Fan vom Horror-Genre. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nichts gesehen. Ich weiß nicht, wie das ganze Ding zusammenkommt. Ich hoffe, dass es funktioniert und ich finde eben die Mischung tatsächlich spannend. Das finde ich auch sehr angenehm, dass es eben nicht dieses eine Genre ist und nur Grusel und Nebel und irgendwelche Dunkelrunen, sondern dass tatsächlich vor allen Dingen in den Texten auch das Komödiantische mit dabei ist. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Zum Lesen, in der Vorstellung, zum Gucken auch und beim Machen sowieso. Die Serie fußt ja sehr auf Märchen- und Sagengestalten, zum Teil ja sogar Lokalkolorit aus dem Bayerischen. Hast du selber ein Verhältnis zu Märchen? Sind die für dich wichtig in deinem Leben gewesen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon mit sehr, sehr, sehr vielen Märchenbüchern aufgewachsen. Meine Mutter war als junge Frau Buchhändlerin, Buch- und Musikalienhändlerin in der DDR. Und die ist also immer an Stoff gekommen. Und die hatte eine riesige Märchensammlung. Also Märchen aus aller Welt. Wirklich aus aller Welt. Und die wurden mir regelmäßig vorgelesen. Und insofern habe ich schon ein Verhältnis zu Märchen und merke jetzt, also wenn ich meinem eigenen Kind gewisse Sachen vorlese, dass man natürlich mittlerweile so ein bisschen anderes Verhältnis zu gewissen Themen und Aufarbeitungen hat und so, aber ja. Aber du liest schon noch Märchen vor zu Hause? Ja, das wird weniger, weil er jetzt älter wird, aber wir lesen sehr, sehr viel, ja. Hast du ein Lieblingsmärchen? Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und das kommt aber eben auch aus meiner Kindheit natürlich, aber da habe ich das immer auf Platte gehört, wenn ich krank war. Da hatten wir irgendwie so ein paar Märchenplatten. Und das habe ich so oft gehört und fand die Stimmen so faszinierend, dass ich das echt mitsprechen konnte. Und irgendwie ist das dann so in meinem Gehirn als mein Lieblingsmärchen abgespeichert. Ich glaube, das hatte ich auch auf Schallplatte sogar. Ja. Insofern. Aber ich weiß nicht, war das eine DDR-Platte? Dann okay, also ja. Dann als andere Sprecher. Ja. Warum sollten Leute Kohlraben schwarz unbedingt gucken?
ich hoffe, es ist immer sehr schwer, finde ich, Werbung zu machen für eine Sache, die man selber überhaupt noch nicht gesehen hat und gar nicht weiß, wie das jetzt im Endeffekt aussehen wird oder funktionieren wird oder nicht. Aber vom Gefühl hätte ich, glaube ich, einfach Lust auf diesen Genre-Mix, den ich so in der Form nicht kenne bisher, aber kann auch sein, also dass es das schon gibt und ich das einfach nicht kenne, aber ich kenne das nicht. Und eben, dass man in so eine alte Welt gleichzeitig reinkommt, aber auch mit einem Krimi-Faktor und eben und einem Comedy-Aspekt. Und das finde ich, hoffe ich, dass das spannend sein kann. Ja. Ich glaube auch, das wird ganz spannend sein, diesen Mix zu erleben und eben deutsche PolizistInnen in ganz neuen Kontexten zu erleben. Ich glaube, das wird ziemlich spannend. Wenn es so halbwegs so wird wie das Hörspiel, dann wird das, glaube ich, visuell auch ziemlich interessant. Ja, ja. Bettina, vielen Dank für die ich Zeit. Danke. Ihr habt viel zu tun. Ja, schön, genau, man schön, hört es. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Was ist das? Colt Peacemaker Kaliber 45. Was bist du eigentlich für ein Pfarrer? Wir sitzen jetzt mit Peter Kettnert und vielen wird der Name eher was sagen, so als Kommissar im Fernsehen. Und jetzt sitzt du gerade so ein bisschen sakral neben uns in der Kluft eines Priesters. Wie oft hast du schon während deiner Arbeit einen Priester gespielt? Tatsächlich, also vor der Kamera noch nie. Okay. Ist das irgendwie besonders? Ist das irgendwie anders? Ich meine, das ist jetzt hier kein klassischer Priester, wie wir ihn vorstellen. Unsere HörerInnen kennen ja schon zumindest das Hörspiel von Kohlram Schwarz, denke ich, alle. Hast du dich da irgendwie besonders drauf vorbereitet, auf die Rolle? Oder? Ja, natürlich habe ich mich auf diese Rolle auch in dem Priesterfach ein bisschen umgeguckt. Ich bin ja natürlich schon vorbelastet und kenne mich da schon ein bisschen aus. Also wenn die Hörer natürlich wissen, wie die Geschichte weitergeht und ausgeht, dann kann ich ja auch über Geheimnisse plaudern, oder? Ein bisschen schon. Vielleicht so die drei, vier, die es nicht kennen, aber... Ja, für die vielleicht sei da ja zugesagt, es ist eben ein interessanter Priester, weil der einfach ein Geheimnis mit sich rumträgt und ein bisschen unkonventioneller ist, als man das gemeinhin gewohnt ist. Wir kommen natürlich jetzt für diese Folge und für diese Serie nicht am Thema Märchen vorbei. Und ich hätte als allererstes mal die Frage, bist du selber auch mit Märchen aufgewachsen? Hast du ein besonderes Verhältnis zu Märchen oder sagst du, das hat mich eigentlich nie so wirklich interessiert? Doch, natürlich. Ich denke mal, wie die meisten in unserem Land wurden auch mir als kleinen Bub Märchen vorgelesen. Ich habe dann auch selbst Märchen gelesen. Das war immer gleichzeitig auch eine Leseübung. Und dann kommen die natürlich irgendwann, wenn man eigene Kinder hat. Und liest die wahnsinnig gerne vor. Also ich hab das eigentlich geliebt, meinen beiden Söhnen jeweils Märchen vorzulesen in verschiedenen. Ist ein bestimmtes Lieblingsmärchen oder sind die alle schön? Also es ist natürlich diese ganzen Grimm-Märchen, die hat man alle mal durch. Dann gab es auch so englische, schottische Märchen, wo es um Drachentöter und sowas ging. Um Riesen, ich erinnere mich jetzt gerade aus dem Stegreif nicht wirklich an die Titel, aber da gab es ganz tolle Sachen. Natürlich auch so traurig, schaurige Geschichten wie das Mädchen mit den Schwefelhölzern oder so. Immer wieder gern genommen. Wenn ich mal irgendwann ganz alt bin und vielleicht in Pflege, dann werde ich mir wahrscheinlich wieder Märchen vorlesen lassen. Denke ich jetzt gerade spontan. Ich mach das dann. Aber zwischendurch gucke ich natürlich Kohlraben Schwarz, das sehe ich ja. Genau. Die Figur, der Franz Hartl, den du spielst, hat er ein anderes Verhältnis zu Märchen als du jetzt vielleicht persönlich? Ist das nochmal anders gelagert, vielleicht auch durch seinen Beruf? Ganz sicher, sogar weil er ja auch familiär vorbelastet ist und wir wissen ja, dass sein Vater da ein Geheimnisträger war, der das dann so ein bisschen weitergegeben hat. Und für ihn ist da natürlich immer das Tor zur Zwischenwelt oder was, wird da aufgestoßen und das kann ja durchaus reale Gestalt annehmen. Das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Märchen sind halt schaurig schön zum Gruseln und so, aber man weiß ja, dass es eigentlich nur so eine Geschichte ist. Und zum Schluss noch die Frage zu dem Themenkomplex. Wenn es ein Märchen gäbe, von dem du die Wahl hättest, dass es wahr werden könnte, was wäre das für ein Märchen? Ja, wahrscheinlich dieses Märchen vom Jack und der Riesenbohne. Stelle ich mir spontan ziemlich geil vor. Und es war schon auch immer fast das Ekligste, wenn der sich da oben im Herd verstecken muss und so, ne? Und im Siedekübel und die Riesen
Ja, das fällt mir spontan dazu ein. Ja, super. Welche Rolle hat Erzählen für dich? Also als Schauspieler hat natürlich Erzählen sowieso eine Rolle, weil du bist ja Erzähler, Darsteller von Geschichten. Findest du, dass es nach wie vor, also gut, Schauspiel wird es immer geben, aber dass das Erzählen von Geschichten gesellschaftlich wichtig ist? Das ist genauso wichtig, wie es schon immer war. Ich glaube, solange es die menschliche Zivilisation gibt oder solange die entstanden ist, die ist ja hauptsächlich durch das Weitergeben von Geschichten überhaupt, kam es zur Kultur. Und deswegen wird es auch hoffentlich immer einen wichtigen Platz einnehmen in unserer Gesellschaft. Die Kunst des Geschichtenerzählens, des guten Geschichtenerzählens sollte halt nicht vernachlässigt werden oder so oder irgendwie ganz dämlichen Dingen, voyeuristischen Dingen weichen. Insofern sehe ich mich da natürlich schon in einer Tradition und bin dann auch eher Mittel zum Zweck. Ich bin ja nur das Gefäß, das die Geschichte transportieren darf. Möchtest du noch Musik einspielen dazu? Ja, bestätigendes Jingle. Tommy sitzt natürlich hier mit im Raum. Natürlich, pass auf. Ja, also recht gut so. Jetzt hast du mich rausgehauen, Tommy. Ich hatte so eine schöne... Genau, Kohlrahm Schwarz besticht ja auch ein Stück weit durch die Horrorelemente und den Gruseln. Und das ist, wenn man so ein bisschen auf das schaut, was gedreht wird, habe ich zumindest den Eindruck, wird das ein bisschen gruseliger noch, als das Hörspiel gewesen ist. Wie ist dein persönliches Verhältnis zu Grusel und Horror? Hast du schon mal in dem Genre geschauspielert? Ja, doch, das kam schon vor. Ich meine, so ein realer Horror, was weiß ich, irgendeine Geschichte über Holocaust oder sowas kann natürlich tatsächlich schrecklicher sein, ja, irgendwie, ne? Weil man ja, weiß, das ist irgendwo in der Realität verankert. Aber ich finde, also das ist, Kohlrabenschwarz hat für mich so eine gesunde Mischung aus Horror, Überraschung, aber auch im Augenzwinkern, dabei irgendwie einer guten Story. Und ich glaube, das ist dann schon irgendwie auch bekömmlich und verdaubar. Aber so ab und zu mal irgendwelche Abgründe schauen, finde ich, das können wir uns schon leisten. Letzte Frage, was wäre so dein Selling Point? Warum sollte man Kohlrabenschwarz unbedingt schauen? Ja, Kohlrabenschwarz ist halt etwas, was es in der Form vielleicht noch gar nicht gab, zumindest nicht aus deutschen Landen. Und deswegen ist es wichtig, da mal reinzugucken. Ich hoffe, dass es dann noch packend ist. Wir das jetzt herstellen, sind auf jeden Fall in dem Sog drin, dem man sich da schwer entziehen kann. Und ich glaube, da kommen wahrscheinlich die unterschiedlichsten Zuseher auf ihre Kosten. Sehr schön. Vielen Danke Dank, dir. Okay. Dass du dir die Sehr Zeit gerne. Genommen hast und oh, ja. Viel Erfolg mit der Serie. Sehr gerne. Franz, das ist Stefan. Ex-Mann und möchte gern Ermittler, ja. Weiter am Set von Hohlrahmen Schwarz, jetzt mit Bettina Zimmermann. Mhm. Ähnlich wie alle anderen muss man dich, glaube ich, niemandem vorstellen. Du bist, oh Gott. Na doch, also ich finde so ein bekannte Fernsehgesichter, die Tommy ja für die Reihe bekommen hat. Neben anderen Dingen, die du in deinem Leben ja schon gemacht hast. Du hast gemodelt und so weiter und so weiter. Also, oh Gott, ja, gemodelt, ja. Oh Gott, das ist aber jetzt ist schon sehr lange her und das habe ich ja nur gemacht, um meine Schauspielausbildung zu finanzieren. Na gut. Also aber Model immerhin. Wollte ich nie werden. Ja, meine Podcast-Ausbildung konnte ich mir mit Modeln leider nicht finanzieren. Da war ich nicht erfolgreich. Nee, ich habe aber auch nebenbei Zeitungen noch ausgetragen. Aber das wird ja dann immer, ist ja nicht so medienwirksam. Medienwirksam, genau. Und deswegen, ich habe im Computergeschäft gearbeitet, ich habe Zeitung ausgetragen, habe gemodelt und ja. Genau, wie ist das jetzt in einem Hörspiel zunächst mal eine Rolle gesprochen zu haben und dann irgendwann vermutlich einen Anruf bekommen zu haben, wir machen da jetzt eine Serie draus. Mhm. Genau, aber genau so war das mit Tommy, da gab es eine SMS, wir machen jetzt eine Serie draus, bist du dabei? Und ich glaube, jeder von uns kann das bestätigen, dass wir, also jeder von uns hat wirklich einen Freudensprung gemacht, weil es ist natürlich, also perfekt sozusagen, wir haben wirklich das Hörspiel gemacht, was schon wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, gerade in der Konstellation und jetzt dürfen wir in dieser Konstellation wirklich dann den Stimmen die Gesichter dazu geben und das Ganze nochmal in Bild durchzuleben und das ist perfekt, also wirklich, man ist sehr dankbar über dieses Projekt. Wie viel vielleicht anstrengender oder zumindest anders ist es von einer Hörspielrolle dann sozusagen den ganzen Rest auch noch zu benutzen in einer Serie? Nee, das ist ja eigentlich unser also eher ist es ja immer umgekehrt, dass es für Schauspieler oder manchen schwerer fällt, irgendwie ein Hörspiel zu sprechen und damit zu spielen, weil man da natürlich reduziert ist von seinem Werkzeug. Also man benutzt in erster Linie die Stimme und man hat die Körperlichkeit nicht, die das noch unterstützt. Und die Bücher sind natürlich auch
viel erklärender geschrieben und alles. Und hier im Film hat man das Bild dazu. Das ist ja unser eigentlicher Job, sage ich mal, die Schauspielerei, die wirklich das da alle möglichen Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, dass wir die verwenden können, dass wir die Körperlichkeit mit dazu nehmen. Klar, die Körperlichkeit hört man auch in der Stimme, wenn wir irgendwie rennen oder so, aber man rennt halt im Studio und dann leise auf der Stelle so ungefähr. Und hier im Bild darf man dann wirklich dementsprechend sich auch bewegen und alles. Und das ist natürlich wirklich, macht Wahnsinn. Wir sind ja jetzt, haben wir noch 2 Drehtage. Die Zeitreise hier, diese letzten Monate waren wirklich ganz, ganz toll, haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie ist dein persönlicher Bezug zum Horrorgenre? Das Hörspiel war schon auch gruselig. Mhm. Jetzt hatten wir so ein bisschen das Glück, bei Tommy schon in die ein oder anderen Muster hineinzuschauen. Und also ich persönlich, ich stehe eigentlich gar nicht auf dem Horrorgenre und habe da immer gedacht, hui, das ist aber auch an ein, zwei Stellen ziemlich düster. Wie ist dein Bezug zu dem Genre? Ja, also ich sag mal so, ich bin froh, dass ich hier mitspielen kann, dass ich hinter die Kulissen gucken kann. Also wirklich da und weiß, dass die da so böse sind, in Wirklichkeit völlig normale Menschen und ganz lieb sind. Also insofern, also ich sag mal so, wenn irgendwie ein Horrorfilm im Kino läuft oder so und ich sitze drin und gucke den an, bin ich auf jeden Fall die Erste, die man hört, die laut schreit. Also, bei mir sieht man es, weil ich mal hochhüpse. Ja, oder das auch. Oder in meinen Nachbarn reinkrieche und so. Also das, also ich lasse, ich bin einfach zu erschrecken und oder zu schocken mit Film, durch Film und bin, wie gesagt, hier sehr, sehr froh, dass ich wirklich die Entstehung mitbekomme, dass ich sage, okay, das sieht jetzt gruselig aus, aber ich schaffe es, ich schreie nicht. Und der Genre-Mix im Allgemeinen, ich habe auch schon ein Muster gesehen aus deinem Café, was du ja betreibst in der Serie, wo es dann auch ein bisschen ja Comedy-mäßig tatsächlich losgeht, durch so ein Dreieck. Ich will nicht zu viel spoilern, das wollen ja alle sich da mal anschauen. Ja, wie ist die Spagat für dich? Die Comedy entsteht, also es ist jetzt nicht einfach Comedy in dem Sinne, sondern es steht einfach durch die Dialoge, durch die Konstellation natürlich von den Figuren, wer da alles aufeinander prallt. Und dementsprechend sind dann auch also manchmal Seitenhiebe vorhanden, die natürlich dann für den Zuschauer komisch sind oder sehr ja zu einer Belustigung beitragen, die auch Spaß machen, dazu zu schauen, wenn die sich wirklich völlig normal unterhalten, weil die eben gut austeilen können und gerade auch meine Figur. Und will jetzt ja gar nicht von der Konstellation so viel verraten, weil das ja auch wirklich lustig ist. Und insofern ist das jetzt nicht platt draufgehauen, sondern es ist wirklich, es macht einfach Spaß, war schon beim Lesen so und auch beim Hörspiel so. Einfach über die Dialoge kommt da wirklich eine humorvolle Schiene rein oder ja, den ich sehr gerne mag, weil er eben nicht so draufgehauen ist, irgendwann, weil er wirklich in einer normalen Unterhaltung entsteht und man als Zuschauer eigentlich da ganz gut unterhalten wird. Und das lockert natürlich diese ganzen anderen Situationen wieder auf. Und ich finde, macht die Figuren auch viel menschlicher, weil man eben wirklich so, ja, also das ist nicht so, dass sie alle dann, also in den unmöglichsten Momenten passieren ja dann auch manchmal unmögliche Dinge und dann ist manchmal in manchen Horrorfilmen oder in manchen Filmen mir das dann viel zu ernst von den Dialogen auf, wo ich sage, ja, das ist dann so, aber manchmal, also hier sagen die auch in dem Moment, was sie einfach denken und das kann dann aber also so eine völlig komische Situation dann ergeben. Und das macht dem, also gibt dem Ganzen noch einen Charme, was ich dann als nicht unbedingt so großer Horror-Experte oder Gucker, also ich gucke mir die an, aber wie gesagt, ich bin diejenige, die als erstes laut schreit, aber das Ganze erträglicher werden lässt. Und diesen Genre-Mix, sage ich mal, den gab es ja so oder gibt es ja so gar nicht. Und das ist das Charmante wirklich daran, dass der Zuschauer sich da wirklich auf was ganz Neues einlassen kann und das Ganze finde ich zumindest beim Lesen und auch, was ich schon gesehen habe und so wahnsinnig viel Spaß macht. Kommen wir auf die fantastischen Elemente nochmal. Also Genre-Mix, das haben wir schon mit anderen am Set besprochen, dass das sehr, sehr ungewöhnlich ist. Das haben wir auch schon mit Tommy besprochen. Es ist ja aber auch das fantastische Element eher, und ich meine, ich muss das einmal sagen, weil anders kann man es nicht beschreiben, deutsch oder sogar zum Teil sogar bayerisch. Wie groß hattest du dir die Chancen ausgerechnet, dass sowas mal verfilmt wird? Weil es ist ja irgendwie mit viel Lokalkolorit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man es liest oder sich anschaut, oder das Hörspiel hört, es funktioniert ja erstaunlich gut. Hat dich das irgendwie überrascht, dass das so ist? Nee, gar nicht. Weil ich fand, das passte so perfekt zu diesen ganzen Mythen und Sagen, die auch größtenteils von hier unten herkommen und
Das passte so. Und ich finde, man muss jetzt gar nicht irgendwie bayerisch affin sein oder bayern-affin sein, und um das zu verstehen, um da reingezogen zu werden sozusagen in die Geschichte. Das funktioniert völlig selbstverständlich. Und das finde ich eigentlich das Tolle daran, dass man sieht, auch wenn hier eben so viele bayerische Aspekte drin sind, teilweise auch bayerischer, mein Fronzel, der spricht ja bayerisch. Und aber eben die anderen nicht unbedingt und so, und da so wirklich viele verschiedene Sachen ineinander fließen, finde ich, macht das Ganze so lebendig, weil man hat ja auch nicht nur im Norden nur Norddeutsche oder so. Also das fände ich eher, wenn es jetzt so, wenn jetzt alle bayerisch reden würden oder alle so sein. Und hier ist es wirklich ein Zusammenschluss von einem Grüppchen, wo man schmunzeln muss, wie diese Konstellation zustande kam und was einen großen Unterhaltungswert hat. Und und was, finde ich, eher so ein bisschen die Gesellschaft widerspiegelt und nicht eben nur Bayern im tiefsten Sinne. Ist gut, dass du es nochmal einordnest. Ja. So ist es auch nicht gemeint, aber klar, dann könnt ihr den Eindruck bekommen. Hast du selber ein Lieblingsmärchen? Oh Gott, ein Lieblingsmärchen? Also ich war immer... fand das immer, also klar, so als Mädchen hat man dann irgendwie, oder viele Mädchen haben bestimmt so Rapunzel oder Dornröschen oder Schneewittchen und so diese Sachen. Also ich habe jetzt kein direktes so, ich habe gerne Märchen gehört, habe auch immer früher, also hat man auch Märchen vorgelesen bekommen. Kann mich nur daran erinnern, als ich dann meinen Kindern das erste Mal Märchen vorgelesen habe und bei den Bremer Stadtmusikanten die ersten 2-3 Seiten, da kamen dann so Wörter drin vor, wo ich dachte, mitten im Lesen versuchte ich dann plötzlich Sätze umzubauen und Wörter zu ersetzen, weil es doch sehr brachial und also schon sehr zur Sache geht. Und das hatte ich als Kind so gar nicht in Erinnerung. Und als Mutter sieht man das wieder anders und fängt dann, also ich ertappte mich nur dabei, dass ich plötzlich so, warte mal, blutrünstig brachten die sie, warte mal, und dann sind sie übereinander her, also sie haben gekämpft, aber nicht so, also das war, weil da ging es ja, ich weiß gar nicht mehr mit dem, ja, also da wurde auch irgendwie mit ermordet und hin und her, und wenn man das dann fünfjährigen vorliest, das war dann so, wo ich versucht habe, da drum rumzulesen, aber, oder das bisschen gefälliger zu gestalten. Aber ich habe Märchen geliebt immer. Also ich fand das großartig. Also natürlich, ich meine, eins meiner ersten, was ich auch gesehen habe dann als Film, war wirklich Schneewittchen. Wo ich diese böse Stiefmutter, daher ist das, glaube ich, auch einen so verfestigt, dass man, wenn jemand sagt, ja, meine Stiefmutter, dann muss ich immer sofort an Schneewittchen, also an die böse Stiefmutter denken. Das ist bis heute irgendwie so in meinem Kopf drin, dass automatisch die Stiefmutter böse ist. Und davon muss man sich natürlich immer befreien. Aber ich glaube, das kommt aus der Märchenzeit noch bei mir. Hast du das Gefühl, dass Märchen heute noch eine Rolle, eine große Rolle spielen in unserer Gesellschaft, oder dass es weniger wird? Hast du da eine persönliche Meinung zu? Ja, heutzutage wird ja leider vieles weniger. Also gerade was den, also ich sag mal, früher wurde viel mehr vorgelesen, wo wir immer noch sehr viel Wert drauf legen. Es wurde überhaupt, dass die Kinder lesen und so. Und mittlerweile, na klar, ist durch die sozialen Medien, überhaupt durch diese ganzen YouTube und TikTok und wie sie alle heißen, die ganzen, ja, die Jugendlichen und so, dass sie immer weniger lesen. Und man doch erschreckend feststellt, wie viele Kinder, jetzt mal abgesehen von Märchen, generell so tolle Bücher, auch von Astrid Lindgren und so eine Sachen, gar nicht kennen oder noch nicht gelesen haben. Und das finde ich eigentlich ganz schade, dass sie, also das finde ich ganz wichtig für die Entwicklung der Kinder, dass die Märchen, über Märchen, das ist ja auch, das sind ja auch Lernprozesse, die man da mitbekommt. Und das finde ich schon ganz wichtig, dass die Kinder da zumindest mal Einblick haben über Mythen, Sagen oder die griechische Mythologie. Das ist auch ganz toll. Da gibt es auch ganz tolle Bücher für Kinder, wie das beschrieben wird. Und das finde ich ganz wichtig, weil auch, ja gut, bei uns zumindest und unserer Generation ja viele Sprichworte oder viele Dinge davon abgeleitet werden und so. Und das finde ich schade, dass das dass manche Märchen manche Kinder gar nicht mehr kennen und dann auch gar nicht, ja, also gut, Schneewittchen kennen, glaube ich, noch die meisten, aber bei irgendwie, weiß ich nicht, dann Rapunzel oder so hört schon wieder auf, also so ungefähr. Aber insofern, also wir versuchen das auf jeden Fall unseren Kindern weiterzugeben und ich hoffe, dass sowieso irgendwann dieser Medienwahn, also dieser Medienkonsum, irgendwie überall immer auf sein Display zu schauen und so, kaum noch Bücher in der Hand zu nehmen, dass sich das doch irgendwann auch mal wieder ein bisschen ändert. So ein bisschen back to the roots finde ich ganz gut.
Würde ich mir wünschen. Schauen wir mal, ob das gelingen kann. Ja. Letzte Frage, Bettina. Was würdest du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben? Warum soll man Kohlraben schwarz gucken? Ach, weil es was ganz anderes mal wieder ist. Und weil es wahnsinnig viel Spaß macht beim Zugucken. Wie gesagt, mit dieser Konstellation der Gruppe, die sich da auf dem Weg macht, um dem Ganzen, was da so vorfällt, zu begegnen. Und weil es ein Projekt ist, was es so noch nicht gab. Und sehr unterhaltsam, irrsinnig spannend, mit Wendungen da drin, die man nicht erwartet hätte. Und am Ende geht man, glaube ich, raus und denkt, okay, krass. Aber mit einem Lächeln, weil man wirklich positiv überrascht ist von dem, was einem da so begegnet. Vielen Dank für das Interview. Bitte. Und alles Gute für die Sendung. Dankeschön. Wollen Sie mir nicht erstmal verraten, wer Sie sind? Erdmann. Erdmann. Wir kennen uns kaum. Da mag ein Nachname doch zunächst genügen. Jetzt sind wir gerade im Tonstudio bei der Bummfilm, immer noch am Set von Kohlraben Schwarz. Ich war gerade Zeuge einer Voice-Over-Aufnahme. Jetzt bei mir ist Tim Safey. Spreche ich den Namen richtig aus? Perfekt. Hab geübt. Wunderbar. Du spielst den Altjof Erdmann in der Serie. Das ist deine Rolle. Wie war es für dich, für die Serie gecastet zu werden oder beziehungsweise der Anruf, wir haben da so ein Projekt, wie hat man dir denn Kohlraben Schwarz beschrieben, was du da machen sollst? Wir sind ja schon länger dabei, deswegen muss ich kurz überlegen. Wir sind ja fast ein halbes Jahr schon an diesem Projekt dran. Als ich das bekommen habe, konnte ich jetzt erst nicht zuordnen, Kohlraben Schwarz und ja, die von den Hörspielen habe ich dann so ganz entfernt schon was gehört gehabt, aber von der Verfilmung, wie gesagt, zum ersten Mal. Und als ich angefangen habe zu lesen, das war wirklich interessant, das waren nämlich 6 Folgen und ich habe selten so lange gebraucht, eine Serie zu lesen. Das hat vor allem mit dieser unglaublichen Dichte der Erzählung und dieser spannenden Geschichte zu tun, dass ich tatsächlich für eine Folge so lange brauchte, wie ich für normalerweise einen ganzen langen Film brauchte. Und weil ich auch nichts verpassen wollte. Man hat relativ nach 5 Seiten schon gemerkt, oh mein Gott, das ist ja eine Welt, in welche Welt tauche ich gerade ein? Und die Bilder entstanden zunehmend und hab das dann sehr akribisch von Anfang an so gelesen. Normalerweise überfliege ich mal ein Drehbuch, um zu sehen, okay, passt das mir? Und wenn ich dann zusage, gehe ich nochmal genauer ins Detail. Aber hier war ich von Anfang an gleich gebannt und habe tatsächlich, glaube ich, 2 bis 3 Tage gebraucht, um da durchzukommen, um in diese unglaubliche Welt, diese reichhaltige Welt der Sagen und Märchen einzutauchen, war dann auch zwischendrin wie so ein kleiner Junge, der dann so, ich lese, aber ich kam mir vor, wie wenn ich so etwas erzählt, gelesen bekomme, wie so ein kleiner Junge, der sich das anhört von einem großen Erzähler. Und ich habe sofort gefallen an der Geschichte und vor allem an meiner Figur gefunden, die ich wirklich mit großer Freude gelesen und auch spiele. Und es ist ein extrem dankbares Projekt und eine extrem dankbare Rolle. Nochmal ein Danke an die Macher, die so ein wunderbares Ding aufgestellt haben. Und ja, im Laufe der Dreharbeiten hat sich all das, was ich erahnt habe, nochmal multipliziert, potenziert und ein sehr schönes, sehr sehenswertes Projekt wird es. Das heißt, das geschriebene Wort, das Skript, was du bekommen hast, hat dich schon überzeugt. Es musste also dir keiner mehr erklären, warum Genre-Mix, der ja eigentlich ungewöhnlich ist, besonders ist, sondern das hast du vom Lesen direkt alle schon mitgenommen und aufgesaugt. Ich glaube auch, dass es momentan diese klare Einteilung zwischen den Genres nicht mehr so gibt. Es Serien, die ich gucke auf den verschiedenen Portalen, die sind, wenn man immer erzählt, was ist das für eine Serie? Ja, das ist das und das und das und das. Also, was weiß ich, Horror und Märchen und Thriller und Komödie und dies, dann denkt man sich, wie? Und das gibt schon so eine gewisse Tendenz, nur hier, wie es hier bei Kohlraben Schwarz ist, das ist schon nochmal
kann man wirklich wörtlich nehmen. Es ist viel, es gibt viel zu lachen, es gibt viel zum Fürchten auch, auch viele zärtliche, herzergreifende Momente und hat auch eine Düsterhaftigkeit, die manchmal so als einem kalt den Rücken runter schauern lässt. Also es ist ein grandioser Genre-Mix, den es aber auch braucht, weil die Geschichte spielt sie in der heutigen Zeit, aber sie hat viele, wie nennt man da, Bezüge auf Dinge aus der Vergangenheit, aus den Märchen, die ja hunderte von Jahren zurück sind. Meine Figur ist noch dazu einer, der aus der, wenn man das jetzt schon verraten darf, aus der Vergangenheit kommt, der eigentlich unsterblich ist. Ja. Eine Figur, die Jahrhunderte schon auf den Beinen ist und noch, aber immer noch, glaube ich, ganz gut aussieht. Ganz gut aussieht. Ja, ich wollte es einfach rein, wollte ich selber sagen. Nein, alles gut. nein, das ist ein sehr besonderes und sehr ein sehr singuläres Projekt, muss ich ehrlich sagen. In der Form habe ich das so, zumindest in Deutschland, noch nicht gesehen. Jetzt hast du die besondere Position gehabt, dass ich einen Großteil des Casts, also die Hauptrollen, ja schon aus dem Hörspiel kannte. Du bist dazugestoßen. Wie war das für dich? War das schwierig oder war das Set und die KollegInnen direkt so willkommen heißend, dass es kein Problem war? Also all die KollegInnen, die waren von Anbeginn sehr, also die Arme ausgebreitet, alle Macher in diesem Projekt, ich muss schon sagen, man sagt das immer sehr gerne und so oft, aber das hier ist schon eine sehr extrem familiäre und sehr vertrauliche und liebevolle Arbeit und der Umgang ist einfach, ich weiß nicht, wie ich nach diesem Dreh bei den anderen Sets dann am Start sein werde. Das ist schon nochmal außergewöhnlich. Einige der Schauspieler kannte ich schon. Mit einigen hatte ich schon gearbeitet. Und ich finde auch die Truppe, die wir da zusammengestellt haben oder die Macher hier zusammengesucht haben, sind schon außergewöhnlich kollegiale und sehr gegenseitig unterstützende Kollegen. Das hat man nicht immer. Jeder macht immer so sein eigenes Ding oft. Und hier helfen wir uns auch gegenseitig. Ich hatte einen Tipp für den anderen. Ich habe den einen oder anderen tollen Tipp bekommen. Mir fiel auch manchmal was ein für den Kollegen. Und es hat niemand zu sehr sich das zu, ja, hat seine Sensibilität angekratzt. Und dazu kommt, dass wir einen unglaublich tollen Regisseur haben, den Erik, der wahnsinnig sensibel und sehr fein und sehr genau drauf achtet, dass wir den Figuren das einhauchen oder dabei bleiben, was wir für eine Figur geschaffen haben, die ich mag das, ich bin Freund von wirklich sehr akribischer Arbeit und in meinem Fall hatte ich Glück, weil meine Figur ja so eine, ja, wie so eine mystische Figur ist und dadurch hier und da doch noch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen durfte, was man ja beim Film ja oft nicht macht. Man nennt es da mal sehr, ich nenne es immer so Stone Face und so nüchtern. Aber hier hatte das ja was Koboldhaftes. Ich bin ja auch ein Schwarzalb. Für alle die, die das nicht wissen, was ein Schwarzalb ist, das ist ein Mensch in Zwergenform, der sowas wie ein Kobold auch ist, aber ich bin gleichzeitig auch Archivar und ein Magier, würde ich auch sagen, der aber auch Teile seiner magischen Kräfte verloren hat. Eine vielfältige Figur, die einfach so Spaß macht, sie zu spielen. Also ich bin ein bisschen wie auf einem Spielplatz, auf den ich mich total austoben darf. Und ja, sagt Tim, während er neben mir sitzt in einem maßgeschneiderten Anzug mit einer sehr aufwendig geknüpften Krawatte, einer Uhrenkette. Also das ist natürlich bewusst gewählt, das Kostüm, um der Rolle so ein bisschen entgegenzuspielen. Und die Leute werden, denke ich, das Hörspiel schon gehört haben. Insofern ahnen sie, was sie vielleicht von dir in der Rolle erwarten können. Vielleicht nochmal an dich persönlich die Frage, spielen oder haben Märchen bei dir im Leben eine Rolle gespielt? Ja, gut, ich meine, wir haben ja alle in der Schulzeit ja auch schon viele Märchen immer gelesen. Ich habe tatsächlich eine große Liebe zu
nordischen, also Andersen-Märchen und Konsorten gehabt. Die haben mich immer sehr besonders berührt. Auch viele orientalische Geschichten, Geschichten aus Tausend und einer Nacht habe ich auch ganz viel gelesen. Ich fand es immer sehr lustig bei den Märchen. Ich war jetzt nicht so zu sensibel auf das, was erzählt wird. Aber wenn ich mir dann so gewisse Märchen, Grimms Märchen, wo wir irgendwas aufschneiden oder einen Wolf aufschneiden und dann Steine reintun, in den Brunnen werfen oder beim Struwwelpeter die Daumen abschneiden. Wenn man sich das alles so bedenkt, was man den Kindern immer vorgelesen hat oder selbst gehört hat, dann wundert es mich immer, wenn Leute so sagen, oh, das ist aber jetzt ab 12 oder ab 16 im Fernsehen. Sag mal, Leute, die haben als Kinder schon viel grausamere Geschichten gehört und sie waren nicht so störend. Mit Geschichten, sagen wir es mal so, ich komme ja aus dem Orient, bin gebürtiger Türke, in München aufgewachsen. Bei uns war das Geschichtenerzählen in der Familie immer ein sehr zentrales Thema. Oft meine Großmutter hat unglaublich tolle Geschichten erzählt. Und so habe ich aus verschiedenen Kulturen interessante Geschichten gehört, die mir auch wiederum auch nochmal einen Einblick in die jeweiligen Welten der einzelnen Kulturen und auch Religionen und Länder und Sprachen noch dazu so einen Einblick hineingegeben haben und habe mich dann auch hier zum Beispiel hatte ich ja einige nordische Texte zu lernen, so isländische Dvergar undir Saltfjallinö oder solche Sachen auf musste ich also isländisch lernen. In manchen Geschichten, die halt so diese nordische Thematik hatten. Also für alle, die gerne nochmal zurück in ihre Kindheit wollen und gerne auch in der heutigen Zeit sich, ich meine, wie gesagt, unsere Geschichte hat was von einem, hat Krimi-Elemente, Thriller-Elemente, Märchen-Elemente, Horror, Humor, großer Humor, ja, wir haben so viele wahnsinnig lustige, aber auf einer sehr, auf die Art, wie ich es sehr mag, sehr trocken, auf den Punkt, ganz tolle Bücher. Echt Props an all die Schreiber. Ich wüsste gar nicht, die ganzen Namen müsste ich aufzählen, das würde das ganze Ding sprengen. Es sind so viele tolle Leute hier dabei. Aber Tommy Krabbeis und Konsorten haben eine Welt geschaffen. Ich glaube, das ist was extrem Besonderes. Also ich rate es euch, nicht zu verpassen, sonst komme ich und hole euch in die Tiefen der Unterwelt und wir werden sehen. Wendest deine schwarze Magie an. Das war schon fast das Schlusswort. Ich hätte aber noch eine Frage, weil du es selber angesprochen hast. Also eigentlich ja, wenn man auf deine Biografie guckt, Münchner Kind, das muss, kann man ja, glaube ich, schon so sagen. Ja, schon ein Münchner, das bin schon ich. Ja, so. Aber du hast gerade die deutsche Märchenkultur insbesondere angesprochen, wo es ja wirklich grausam auch zugeht. Wagst du einen Vergleich, wenn du sagst, Orient, vielleicht auch gibt es türkische Märchen, sind die ein bisschen anders oder gibt es da auch Parallelen? Also sind die dann auch blutig oder ist das vielleicht eine andere Erzählart? Kannst du da was zu sagen? Ist eine sehr interessante Frage. Ich merke schon, dass in den deutschen Geschichten, die Geschichten spiegeln ja oft auch immer die Kultur der Menschen oder die Menschen wieder. Manchmal bin ich immer erstaunt gewesen, wenn ich so rückblickend dran denke, dass in deutschen Geschichten diese recht nüchterne Umgang mit grausamen Ereignissen, weil man in Deutschland halt ja da etwas dezidierter umgeht, so etwas gefasster. Und ich merke schon, die Emotionalität ist, Emotionen so zu in sich zu bewahren, ist schon eine recht deutsche Angelegenheit, wohingegen im Orient natürlich alles auf Emotion aufgebaut ist und da auch viel familiäre Geschichten, aber auch viele mystische Geschichten. Aber gut, das ist im
Orient, auch durch die Djinns. Mhm. Ein Djinn ist etwas, an das immer noch sehr viele Menschen wirklich glauben, an so Geschichten, mysteriöse Geschichten, hat jeder im Petto, jeder hat was erlebt. Also ich kann mich erinnern, als wir, ich komme aus einer großen Familie und wenn wir dann immer mit Verwandtschaft zusammensaßen, waren wir gleich immer 30 Leute und einer fing dann an, was zu erzählen und alle, es fehlte nur noch das Lagerfeuer, aber in der Wohnung wird man das nicht machen. Aber die orientalischen Geschichten sind schon auch mit Fabelwesen auch gespickt. Auch natürlich immer mit einer Moral, die am Ende ganz wichtig ist. Und ja, ich glaube, ich muss wieder mal meine 1001 Nacht Bücher mal rauskramen. Ich hatte es vor 2 Tagen in der Hand, aber beim Einräumen im Bücherschrank. Aber da müsste ich noch mal eintauchen. Das ist schon ein bisschen her, dass ich das so mit 18 oder so habe ich da mal eine Zeit lang mich, weil ich habe ja angefangen damals Türkisch nochmal wieder zu verinnerlichen, nochmal besser Türkisch zu können und dann habe ich angefangen, diese Sachen auf Türkisch zu lesen. Auch sehr, sehr zu empfehlen, aber die sind ja auch sehr empfehlenswert. Letzte Frage und dann entlasse ich dich. Hast du ein Lieblingsmärchen? Egal, du hast gerade schon gesagt, dass du ja im Norden unterwegs bist, in Deutschland unterwegs bist, im Orient unterwegs bist. Also du müsstest ja einen großen Fundus haben, aus dem du schöpfen kannst. Ich weiß nicht, ob man das zu den Märchen noch zählen kann, aber es hat ja auch was von Geschichten erzählen. Also großer Wilhelm Busch-Fan gewesen. Ich habe mir die Bücher immer früher ausgeliehen, dann habe ich irgendwann später mir dann die ganzen dicken Wilhelm Busch Bücher alle gekauft, damit ich sie zu Hause haben kann. Aber ich würde mal sagen, Wilhelm Busch zähle ich auch als Märchen. Geschichten, die mich geprägt haben. Dann würde ich bei Wilhelm Busch bleiben. Das ist schon, was mich ganz viel auch heute noch begleitet. Das kann ich so sagen, auf jeden Fall. Wunderbar. Tim, dann wünsche ich euch unglaublich viel Erfolg bei der Serie. Vielen herzlichen Dank. Unzählige Abos und dann bei der zweiten Staffel machen wir das nächste Interview. Mit großer Freude. Danke dir. Sehr gerne. Scheiß doch jetzt auf den Kreuz, verdammt nochmal. Sie fix jetzt, Stefan, ich brauch dich. Für die Eltern von den Kindern. Wir laufen eh schon seit einer Minute. Super, siehst du, mit allem Dummen dran. Gut, dann nehme ich mal meine Mütze ab, weil wir haben ja hier einen Podcast. Und der Tommy hat gesagt, ich soll sagen, wir machen das jetzt hier im Catering-Mobil, weil ihr hört, dass wir im Catering, hört ihr natürlich nichts, völliger Unsinn, aber wenn es den Tommy glücklich macht. Danke. Wir sind tatsächlich im Catering-Mobil, wo gerade das Team Essen gefasst hat und jetzt wieder zum Dreh rüber geht. Und wir ruinieren die Mittagspause von Jürgen Tonke? Nein, insofern nicht. Ich bin tatsächlich charmant hier da. Ich bin seit gestern abgedreht und bin sozusagen jetzt zum Vergnügen nochmal hier, um hier ein bisschen PR zu machen, mit euch zu quatschen, ein paar Fotos zu machen und so weiter. Okay, das heißt, für dich war tatsächlich schon Drehschluss insgesamt. Für mich ist in der Tat schon Drehschluss und bin jetzt mit der Produktion durch, die mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat jetzt seit September. Eine wirklich wunderbare Erfahrung, wir kennen uns ja alle auch schon seit Jahren, aber das war schon etwas Spezielles. Ja. So eine Thematik kann man ja auch nicht jeden Tag erzählen und drehen. Insofern, nee, das hat sehr viel Spaß gemacht und bin fast traurig, dass ich jetzt gleich nach diesem Podcast-Interview das Set verlasse und nie wieder zurück. Oh je, vielleicht zur zweiten Staffel. Man weiß. Genau. Du hast es gerade selber schon angedeutet, also ist dieser Stoff, sind die Märchen und Sagen für dich nochmal ein besonderer Reiz? In der Tat natürlich, naja, das ganze Setting, die Aufhängung, vor allem jetzt sagen wir mal auch diese bayerischen mysteriösen Geschichten, die praktisch der Aufhänger für diese Serie sind, ist natürlich was Spannendes. Ich als in Bayern aufgewachsener Mann genieße das natürlich sehr und spiele ja auch eine angebayerische Rolle, sagen wir es jetzt mal so. Was hast du gesagt, weil du da das Lokalkolorit ansprichst, dass ein amerikanisches Streamingportal, was auch noch neu ist, sagt, wir machen jetzt einen Genre-Mix,
der auch noch lokal koloriert hat. Und ja, wir finanzieren das. Ich finde es wirklich super. Ich habe so Bilder im Kopf, wo das praktisch denen irgendwie vorgestellt wird. Und dann heißt es, oh, Bavaria. Oh, Fairy Tales. Oh, Bavarian Fairy Tales. Nice, nice. It's Oktoberfest? No, it's not Oktoberfest. It's definitely not Oktoberfest. It's really something else. Also insofern, das finde ich sehr spannend. Das finde ich tatsächlich auch sehr mutig, weil man ja als Amerikaner ja, glaube ich, schon sehr eingefahren ist auf so Lederhosen, Oktoberfest und große Bier. Insofern ist das ja tatsächlich ein bisschen anders angelegt. Es spielt natürlich trotzdem in diesem Ambiente, wovon ich persönlich glaube, dass es tatsächlich auch international gesehen werden kann. Man kennt Bayern als das, was es ist, und nun entsteht ein völlig neuer Rahmen. Mystery, der dann wirklich ja in wirklich abstruseste Dimensionen sich hochspielt. Das finde ich das sehr Spannende und wirklich Außergewöhnliche. Das hat so, glaube ich, in Deutschland noch nicht gegeben. Und bin da guter Hoffnung, dass das auch so angenommen wird. Hat sich das angefühlt, in dem Genre aktiv zu sein? Weil du ja schon mal sagst, das gibt's in Deutschland so in der Form ja nicht so oft. Insofern man ja so als Künstler, Schauspieler und so weiter immer neugierig ist, neue Pfade zu beschreiten oder neue Wege zu gehen, ist es natürlich hervorragend. Also das macht Spaß, das ist Neugierde. Das hat mir auch schon, das darf man ja auch nicht vergessen, als Audible-Hörspiel ja auch schon gegeben. Auch das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und insofern ist es eine tolle Erfahrung, muss man nochmal sagen. Ich habe das Michael Kessler gerade schon gefragt, wie ist es tatsächlich vom Hörspiel nochmal in die Realverfilmung? Also das ist ja fast, ich sage jetzt mal einmalig, stimmt natürlich nicht, aber ja, sehr. Ist jetzt natürlich jetzt gerade, weil du mich das fragst, jetzt in meinem Fall nochmal was ganz Besonderes und besonders schräg, weil ich tatsächlich in dem Hörspiel eine andere Rolle gesprochen habe und jetzt praktisch mich umgestellt habe auf eine andere Rolle, die der wunderbare Tommy Krapweis gesprochen hat. Und will keiner mehr sehen. Ihr wisst ja vom Streaming. Und da muss ich auch sagen, bin ich auch sehr dankbar, weil das hat aus vielen Gründen terminlich und so weiter dann nicht geklappt, die große Rolle zu spielen. Insofern fand ich das toll von der Produktion vom Tommy, dass er gesagt hat, nee, du bist da mit dabei und du spielst jetzt einfach die Rolle, die ich nicht spielen will. Die Pointe musste jetzt natürlich sein. Gibt es Motive und Geschichten so im bayerischen Sagenschatz, die dich besonders ansprechen, die dir vielleicht auch was Besonderes bedeuten? In der Tat, natürlich. Wie gesagt, ich bin ja auf dem bayerischen Land aufgewachsen. Es gab zum Beispiel bei mir im Dorf nebenan, ich komme aus der Nähe von Wolfratshausen, zwischen Stammberg und Wolfratshausen, gibt es einen Bauernhof, an dessen Mauer immer ein feuchter Fleck war, ein schwarzer. Und die haben den immer überstrichen und der wurde immer wieder schwarz. Und da ging die Sage, dass da ein böser Knecht gehaust hat auf diesem Hof und den hat sich der Teufel geholt und hat ihn durch diese Wand geschmissen. Mhm. Und deswegen, den kenne ich noch als Kind und so. Meine Mutter hat immer gesagt, da hat er den Teufel, den durchgeschmissen, den Knecht. Und also ich bin aufgewachsen mit solchen Sagen. Könnte ich euch noch mehr erzählen. Auf jeden Fall finde ich das etwas, was sehr wenig kultiviert ist, wo es sehr viel Material noch gäbe. Außer dem Kraxelmann und dem blurdigen Thomas oder Dammerl, wie man ja in Bayern sagt und so. Ich finde das wahnsinnig spannend, da ist viel drin. Und dadurch, dass wir es ja jetzt auch noch sehr modern hochschleifen in ein wirkliches Mystery, finde ich das super spannend und ganz toll. Also erfüllen die doch durchaus für uns als Gesellschaft gewisse Funktionen? Ja, also das weiß ich jetzt nicht genau. Es war früher natürlich so, dass das gesellschaftlich eine viel größere Funktion hatte, diese Sagen und Mythen oder eine Frau, die umgeht, eine Untote und so weiter. Das gab es bei uns auch und so. Es gab im Dorf zum Beispiel eine Frau, die Untote gesehen hat, die auch wirklich immer gesagt hat, jetzt stirbt bald wieder einer. Ich hab den damals gesehen hinterm Baum und so. Also ich bin mit solchen Sachen tatsächlich aufgewachsen. Auf dem Dorf in diesem alten Rahmen der 60er Jahre, es ist jetzt auch nicht mehr so, gab es das noch ganz viel und es hat mit Sicherheit
weiß ich nicht, zur Sozialhygiene, zu irgendwie zum Zusammenhalt, zu einem gemeinsamen sich was erzählen. Erzählungen hat, glaube ich, zu so einer Verbundenheit von solchen Dorfgemeinschaften schon dazugehört. Wie hältst du selber mit Aberglauben? Also Schauspieler sagt man ja nach, sie seien immer ein bisschen abergläubisch. Ja, also die abergläubische Phase in meinem Leben habe ich tatsächlich abgestreift. Ich kenne das sehr gut, bin auch ein großer Fußballfan und ich lache immer, wenn so ein Fußballer eingewechselt wird und dann mit dem linken Bein erstmal fünfmal hüpft und so weiter, um dann aufs Spielfeld zu gehen. Und ich hatte auch eine Phase, wo ich dann immer in der Früh mit der linken Hand die Türklinke angefasst und aufgemacht, aber das ist dann irgendwann einfach nicht. Also abergläubisch in dem Sinne bin ich tatsächlich nicht. Das habe ich abgestreift, diese Phase. Dann danken wir dir ganz herzlich für das Interview. Wir wünschen viel Erfolg für die Serie. Ich bedanke mich für euer nettes Interview. War sehr nett. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Maishi. Ja, ihr merkt, Alexa war da in einigen Interviews, du konntest leider nicht bei allen dabei sein, das war sehr, sehr schade, aber dann doch warst du in deinem Element und hast... die Märchentante. Und ich finde, da sind sehr, sehr interessante Aspekte vom Umgang des Erzählens wirklich auch drin gewesen, tolle Antworten, die wir da bekommen haben. Ich fand das Interview mit Tim Safey einfach super, auch nochmal diesen orientalischen Blick zu bekommen, den er da hineingeworfen hat in das Gespräch, das fand ich wunderbar. Und jetzt gehen wir nochmal einmal auf die Metaebene zu Ende, denn zu jeder Serie gehört ja auch so der Überbau, der technische oder der infrastrukturelle oder auch der storytechnische, die storytechnische Ebene. Mhm. Und genau das werden wir jetzt nämlich abbilden in einem Interview mit der Susanne Schildknecht von Paramount Plus, die auch für die lokalen Projekte zuständig ist. Und dann geht es weiter mit Erik Haffner, dem Regisseur der Serie, der wirklich ein absolutes Gespür für dieses Märchenthema auch hat und ein Händchen für großartige Bilder, die wir schon sehen durften zum Teil. Und ich bin jetzt schon wieder ganz gespannt darauf, was er zu erzählen hat über die Serie und ihre Entstehung. Und wir haben auch mit unserem lieben Freund Christian von Aster gesprochen, der sehr, sehr viel recherchiert hat über die Sagenfiguren, die im Hörspiel vorkommen und auch sehr vieles zur Story beigetragen hat. Und was er zu Märchen und Sagen, da hat er ja auch wirklich ein Fable dafür zu erzählen hat, das hören wir dann natürlich auch noch. Am Set von Kohlrabenschwarz sind wir jetzt mit Susanne Schildknecht und du bist verantwortlich für den Content bei Paramount Plus für Zentraleuropa und darunter fallen auch die Local Originals. Habe ich das so halbwegs richtig umrissen? Absolut richtig umrissen. Content verantwortlich für Paramount in Zentraleuropa und damit auch für Paramount Plus, genau. Genau. Und Kohlrabenschwarz von Tommy Krabbeis ist ja ein solches Local Original. Magst du vielleicht mal sagen, was Paramount Plus bewogen hat, sofern du das einordnen kannst, ausgerechnet dieses Format zu übernehmen, weil es ja ein Genre-Mix ist und ich in meiner Mediendummheit habe verstanden, dass man Genre-Mixes eigentlich nicht so gerne macht, sondern lieber was klar positionieren möchte. Was hat den Ausschlag für Kohlrabenschwarz gegeben? Also tatsächlich haben wir vorher über ein anderes Format gesprochen, eher im Kinderfamilienbereich. Das machen wir auch noch zusammen irgendwann. So. Ihr habt es gehört. Genau. Aber die Zeit war noch nicht da dafür und dann auf einmal hieß es ja, wir machen ja auch Kohlrabenschwarz und ich kannte Kohlrabenschwarz von Audible tatsächlich und war ein großer Fan. Nicht, dass das irgendwas beeinflusst hat, weil es natürlich darum geht, was wollen unsere Konsumenten bei Paramount Plus gucken. Das Thema Genre-Mix hat mich im Gegenteil eher gereizt tatsächlich, als dass es mich erschreckt hat, weil das mutig ist. Und mutig ist anders und das ist das, was wir natürlich uns angucken, weil wir ein bisschen überraschen wollen auch. Das war so ein Grund, warum wir ja noch ein bisschen hellhöriger geworden sind vor allem. Und dann ist natürlich der Mix von Kohlrabenschwarz und da, Tommy, sagst du bestimmt gleich viel mehr und viel länger was dazu, aber der Mix aus Mystery, so ein bisschen Light Horror, sag ich, Crime und das Thema Märchen aufgreifen, das ist was ganz viele Leute interessiert. Gerade das Thema Märchen und das so interpretiert, da war uns relativ schnell klar, das ist bestimmt was unheimlich viele gerne gucken wollen. Und natürlich gucken wir immer nach IPs, die es schon gibt,
die wir übersetzen können. Und da haben wir so eine feine IP gefunden, dass wir dachten, also das macht total Sinn für Paramount Plus. Wir sprechen ja bei Huxela ganz oft über Märchen und Sagen, Urban Legends und vielleicht auch so ein paar ältere Stoffe. Hast du ein besonderes Verhältnis selber persönlich zu Märchen? Und wenn ja, welches Verhältnis ist das? Tatsächlich nicht. Auch spannend. Ich bin nicht mit Märchen aufgewachsen, interessanterweise. Von daher habe ich dann vielleicht doch wieder ein besonderes Verhältnis dazu, weil ich es eher spät kennengelernt habe. Jetzt mit meiner Tochter in der Schule Märchen bearbeite. Und ich habe nicht dieses Ursprungsfeeling, Legacy-Nostalgie-Feeling. Das passiert bei mir nicht. Ich sag auch immer Schneewittchen, wenn mich jemand fragt. Also das, was wahrscheinlich 99% sagen, welches Märchen ist, weil mir nicht so viele einfallen. So. Aber umso interessanter fand ich, wie das eingearbeitet wird und habe mich damit dann eigentlich erst so richtig auch nochmal neu beschäftigt, ja, auf einer Erwachsenenebene. Von daher bin ich da total dankbar und man kann ja auch spät in Themen einsteigen. So. Und hast du das Gefühl, dass gerade Märchen sich vielleicht für diesen Genre-Mix, gerade wenn es in Richtung Light Horror geht und Mystery, besonders eignen? Wenn ja, was ist es an Märchen, was das so geeignet macht? Ja, absolut, weil ich glaube, anders als ich vielleicht sind, ich bin wahrscheinlich eher die 1%, ja, 99% der Leute haben natürlich relaten, wie wir in der Branche sagen, zu dem Thema Märchen. Die haben alle was im Kopf dazu, die haben alle ein Lieblings- oder ein Hassmärchen, die haben alle das mit ihren Großeltern, Eltern besprochen, haben vielleicht mit ihren eigenen Kindern jetzt besprochen, müssen die das eigentlich, dürfen die das und so weiter. Von daher, also ich glaube, das Thema Märchen, da passiert sofort was im Kopf bei Menschen und das ist natürlich Gold wert, wenn man dann daraus eine Serie macht und haben wir schon mal so einen Anknüpfungspunkt. Das ist aber echt spannend. Ich glaube, du bist der erste Mensch, den ich oder vielleicht auch wir kennenlernen, die sagt, ich habe nicht diesen Zugang zu dem kollektiven Erinnerungsschatz der gesamten Gesellschaft, was für dich als Kulturwissenschaftlerin ja fast schon essentiell ist, ne? Ja, und vor allen Dingen, es macht ja nochmal was mit einem, wenn man dann so spät den Stoff kennenlernt und vielleicht auch auf eine ganz andere Weise. Also wenn du sagst, vielleicht, dass du erst durch Kohlrabenschwarz überhaupt zu Märchen gekommen bist, das ist ja dann ein ganz besonderer Filter, den du da sofort drauf hattest. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und es ist ja tatsächlich so, dass ich Kohlrabenschwarz gehört habe, bevor wir drüber gesprochen haben. Also ich habe es ja schon, irgendwie wollte ich das ja dann doch konsumieren. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung, also meine Mutter ist Irin da ist Märchen nicht so, also andere wiederum, aber deswegen bin ich damit einfach nicht so aufgewachsen, glaube ich. Ja. Hast du schon Gelegenheit gehabt, was zu sehen? Wir sind ja am Set, aber am Set sieht man ja grundsätzlich erstmal nicht so viel von der Serie, sondern es ist ja sehr umrissen, was gedreht wird. Wenn du das Hörspiel kennst, hast du schon Ausschnitte sehen können und wie fühlt sich das für dich an, das Hörspiel jetzt visualisiert zu sehen, wenn du was gesehen hast? Ich durfte schon ein bisschen was sehen. Und das ist unfassbar, weil es noch dadurch, dass die Schauspieler die gleichen sind wie in dem Hörspiel, ist man sofort, und man ja selber auch Fantasien entwickelt, wenn man das Hörspiel gehört hat, ist man sofort dabei. Und diese Übersetzung, die ihr geschafft habt, ist genau das, was so passiert, wenn man das hört. Also es ist eine sehr sehr werkgetreu. Ja, also ich wollte jetzt 1:1 sagen, aber das hört sich so, das ist so negativ behaftet. Ja, im Gegenteil, genau. Ja, es ist wirklich, ich meine, wir drehen heute hier in einer Kirche und nur die Szenen, die wir gerade gedreht haben, die sind so, also man will da reintauchen, ja, man will wirklich da, man will dabei sein. Ich hätte mich da gerne dazugesetzt jetzt und mitdiskutiert, wie wir denn jetzt und so weiter. Und das passiert, und das ist so liebevoll, gemacht auch. Also ich bin ganz begeistert, wirklich. Ja, also wenn die Chefin schon mal zufrieden ist, Tommy, dann ist ja nicht so schlecht mit der Umsetzung. Ein Fan. Und das hat sie gestern auch ohne Mikrofon schon gesagt. Insofern habe ich Grund zur Annahme, dass das alles so stimmt. Ja. Genau. Vielleicht zum Schluss noch eine halb provokante Frage. Brauchen wir mehr Männchen? Brauchen wir mehr Männchen? Mehr Männchen, also das mehr Männchen brauchen wir auf keinen Fall. Das haben wir das schon genug. Wir drin. Ja, genau, haben wir schon genug. Das ist sehr schön. Das muss auf jeden Fall rein. Also alte, weiße Männchen, noch weniger, aber Männchen. Okay, ich gehe. So, das reicht. Alexander, wir gehen. Brauchen wir mehr Märchen in der Gesellschaft, in unserem jetzigen Alltag? Ich weiß nicht, ob wir mehr brauchen. Ich glaube, dieses Kulturgut
immer wieder rauszuholen, ist total wichtig und sich damit zu beschäftigen auf allen Ebenen. Das kann einfach konsumieren und sich seine eigenen Gedanken machen. Das kann das kritisch nochmal. Es gibt, ich meine, die Märchen sind ja teilweise wirklich, du denkst so, wie bitte? Was sind das denn für Bilder? Hallo? Und trotzdem ist es total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Von daher, ob es mehr braucht, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist total wichtig und wertvoll, sich mit Märchen auseinanderzusetzen. Ja. Hm. Ja, also ich muss ehrlich sagen, nachdem es ja jetzt so viele märchenhafte Verschwörungserzählungen und so weiter gibt, war mein erster Gedanke direkt, als du das gefragt hast, ja, nee, bin ich. Alles nur bin ich. Nee. Aber nachdem ich jetzt selber auch Fantasy schreibe, was man ja irgendwie mit in dieses Genre verortet, bleibt mir natürlich nichts anderes zu sagen als, ja, wir brauchen schon mehr, wenn ich sie schreibe. Oder Leute, die ich gut finde. Aber die Assoziation, das ist wie mit Querdenken und Linksdenken, das waren ja mal schöne Begriffe. Und so langsam ist es, wenn man sagt, ja, was erzählst du mir denn für Märchen über Corona? Ja. Es ist schade, dass das jetzt auch schon so ganz vorsichtig, also wir müssen dem entgegenwirken. Den Begriff zurückholen. Den Begriff zurückholen. Das ist gut. So, jetzt gibt's noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Sondern Tommy hat gesagt, frag auf keinen Fall, deswegen muss ich es fragen. Paramount Plus, Star Trek. Ich hab's versucht. Auch jetzt zum direkten Kontakt. Wann Kapitänsrolle für mich in einer der neuen Serien? Ja. Wir sind schon dran. Alter. Wenn ich das nicht gefragt hätte, ich hab's für einen Hoax gehalten. Das hätten uns tausende von Hörern. Aber vielen Dank für dein Versuch. Wir sind dran. Ich lass dich raus. Nein, ihr seid riesen Star Trek Fans. Ich weiß. Und ich bin jetzt auch ein Fan. So. Und tatsächlich ist Paramount Plus wirklich das Zuhause von der Star Trek Franchise. Also wir haben alles. Wir haben sehr viel auch exklusiv. Star Trek Strange New Worlds ist ja bei uns exklusiv. Man kann sich noch auf einiges freuen dieses Jahr. Ich darf es noch nicht sagen. Ich habe gestern extra nochmal nachgefragt, aber hab einen bekommen. Genau. Also das ist ja. Und demnächst dann mit mir. Ja, natürlich. Und demnächst, genau. Demnächst dann mit dir. Wunderbar, Susanne. Das ist alles dokumentiert. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Dankeschön. Alles Gute und weiterhin für Paramount Plus alles Gute. Vielen Dank. Ich vermittle euch nie wieder. Um was geht's denn? Warum sind wir in der Gemeinde? Jetzt sind wir mit Erik Haffner beieinander, dem Regisseur von Kohlraben Schwarz. Und mal abgesehen vielleicht von Tommy und denjenigen, die schon beim Hörspiel beschäftigt waren, bist du ja derjenige, der sich jetzt aktuell wahrscheinlich am längsten mit dem Thema befasst hat, es oder? Es jährt sich bald, würde ich sagen. Also ich glaube, es war im Frühjahr, März, April irgendwie, als ich von Tommy die ersten beiden Bücher geschickt bekommen habe. Und das ist ja jetzt bald. Das ist mal so erstaunlich, wenn man denkt, also 65, 66 Drehtage hattet ihr. Mhm. 2 Monate ist ja schnell gemacht. Jetzt sagst du gerade ein Jahr. Mhm. Vielleicht magst du mal kurz unseren HörerInnen beschreiben, wie so eine Pre-Production eigentlich abläuft. Was passiert denn da eigentlich ein Jahr, bevor eine Kamera überhaupt mal angeht? Was macht man da? Das war hier natürlich nochmal speziell, denn diese Serie haben wir ja sozusagen von Null gestartet. Das ist nochmal ein großer Unterschied, ob man eine Serie komplett neu erfindet und damit anfängt oder ob das in der zweiten oder dritten Staffel passiert. Mhm. Und in diesem Fall haben wir tatsächlich von Null aufgefangen. Es gab ja nur die Hörspiele. Das heißt, die ganze Vorbereitung ist deutlich komplexer, denn man muss alle Drehorte erstmal finden. Also wir sind monatelang eigentlich nur rumgefahren und haben Drehorte gesucht. Das war unsere Hauptarbeit am Anfang. Und zwar noch während die restlichen Bücher geschrieben wurden. Also Tommy hat uns dann einfach gesagt, das und das wird stattfinden. Wahrscheinlich, Klammer zu. Und dann haben wir mal eine alte Kirchenruine im Wald gesucht. Und das heißt, da kocht der Chef persönlich. Das heißt, du hast dir auch alle Drehorte angeschaut. Warst du wirklich überall oder gab es auch ein Team, was rausfährt und dir dann Fotos und Videos gezeigt hat? Das wird vorbereitet natürlich von der Ausstellungsabteilung. Die sortieren vor, scouten. Da gibt es tatsächlich richtige Scouts, die rumfahren und suchen. Und dann wählen wir erstmal nach Fotos aus, haben aber natürlich für jeden Ort, den wir suchen, bestimmt so 2, 3 Alternativen, die wir dann natürlich anfahren müssen und dann auswählen. Mhm. Ja. Und wenn es jetzt speziell um die Märchenorte geht, war die Gegend hier märchenhaft genug oder habt ihr da lange suchen müssen und was genau habt ihr da gesucht an Faktoren, die wichtig waren? Wir waren sehr viel unter Tage.
denn sehr viel spielt unter der Erde. Das haben wir hier ehrlich gesagt nicht so viel gefunden im Münchner Raum, weil es da wenig Stollen, Gebirge und so weiter geht. Da mussten wir schon ein bisschen weiterfahren. Wir haben eine Höhle gebraucht, dunkle Gänge, dann so ein Keller, wo einer unserer, ich will jetzt nicht so viel spoilern, einer unserer unser Monster sozusagen Kinder entführt hat. Und da sind wir schon weit gefahren. Also wir waren bis nach, ich glaube, das Weiteste war tatsächlich Rothenburg ob der Tauber. Mhm. Da habt ihr auch ein bisschen länger gedreht, da gab es im letzten Jahr ein paar Fotos, dass ihr da so die mittelalterliche Kulisse ein wenig eingefangen habt. Absolut, ja. Also die Fotos, die waren so beeindruckend, so diese ganze Atmosphäre, die ihr da gezaubert habt, wirklich, kann man fast sagen. Wie inszeniert man denn Märchen erst recht, wenn sie so ein bisschen in Richtung Horror schon fast gehen, wie in der Serie? Da war Rothenburg natürlich ein Geschenk. Also das ist halt so geil historisch dort alles und wir haben da sehr viel mit so Gegenlichtbildern gearbeitet, sehr viel mit Rauch und diese ganze Düsterheit haben wir dort auch gefunden, weil dort alles halt sehr von den Texturen schon von Grund auf sehr, sehr düster und mittelalterlich aussieht. Und da hat unsere Ausstellungsabteilung dann nochmal einen ganzen Packen draufgelegt und dann sah das am Schluss sehr, sehr authentisch aus. Das heißt, Location Scouting ist ein Thema, dann die Bücher. Wann beginnt bei dir im Kopf so der Prozess, dass du sagst, welche Bilder, welche Einstellungen will ich haben? Am Tag, wo du am Set bist, oder hast du das schon alles im Köfferchen, bevor du irgendwo aufschlägst? Das wäre ein Desaster, wenn ich das erst am Drehtag entscheiden würde, ehrlich gesagt. Nein, weit, weit vorher. Also in dem Moment, wo ich die Bücher lese, passieren bei mir die ersten Bilder im Kopf. So. Und je öfter man die liest, desto mehr manifestiert sich das dann so. Und also so ein Dreh, so ein historischer Dreh mit so einem riesigen Team und so einem Aufwand, der muss extrem vorbereitet werden. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Normalerweise wir planen tatsächlich für den Drehtag jede einzelne Kameraposition, jede Einstellung nennen wir das. Ne? Das heißt, wir kommen im besten Falle in diese Drehtage rein und wissen, welche Kamerapositionen heute stattfinden. Am besten auch noch in welcher Reihenfolge. Das heißt, der Kameramann und ich machen vorher eine sogenannte Auflösung. Das heißt, wir nehmen diese Szene, die wir da heute drehen, und sprechen am besten an dem Ort selbst, wo das auch gedreht wird. Wir fahren das meistens dann nochmal an, nur der Kameramann und ich. Mhm. Und spielen für uns diese Szene so durch, ne? Und ich mache das Staging, also ich denke mir, die Schauspieler sind da, dann gibt's einen Positionswechsel, dann geht der vielleicht darüber, dann macht der vielleicht das und so. Und danach überlegen wir uns, das sind die besten Winkel für die Kameras. So, das kann man natürlich am Drehort dann nochmal optimieren. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schauspieler eine bessere Idee hat oder so, dann kann man das diskutieren. Aber ich gehe immer erstmal mit einem Plan in den Drehtag rein und sag den Schauspielern, wie ich mir das vorstelle, wo sie stehen, wo sie hinlaufen sollen. Es gibt auch Regisseure, die machen das ganz anders. Mhm. Die gehen da frei rein und entwickeln das am Set. Das kostet aber wahnsinnig viel Zeit. Dann ist man nicht in 66 Tagen fertig. Genau, ich versuche da so das Beste aus beiden Welten zu machen. Ich gehe geplant rein und verändere es dann, wenn es Sinn macht. So, das ist meine Herangehensweise. Jetzt gibt's dann noch den Prozess des Castings. Das war ja hier so ein bisschen verkürzt, nehme ich an, weil natürlich viele Rollen schon durch das Hörspiel belegt waren. Dieses Novum, dass ja die HörspielsprecherInnen dann ja auch die Rollen gespielt haben. War das für dich dann auch okay? Also hast du gesagt, ja, das nehme ich hin? Oder hättest du jetzt gedacht, ich will lieber jemand anders noch casten in gewissen Rollen? Das ist gar nicht meine Lösung. Ehrlich gesagt waren das gar nicht so viele. Ich glaube, das waren ja dann am Ende doch nur vier, die wir sicher hatten. Mhm. Und diese ganze Soko, das ganze Grundensemble musste schon noch aufgestockt werden. Plus die ganzen Nebenrollen, die noch kommen. Also der Castingprozess, der lief parallel zu dem ganzen Scouting und der Vorbereitung. Und der hat auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen. Weil wir so viele Rollen zu besetzen hatten. Auch sehr, sehr ungewöhnlich für eine Serie. Ich habe viele Serien schon gedreht und so ein Castingaufkommen hatte ich auch noch nie. Okay. Ja, also diese Serie war in fast allen Bereichen mehr als das, was man normalerweise in Deutschland so macht. Das war, kann man wirklich so sagen. Es ist wirklich in allen Bereichen ins Extrem gegangen. Klingt spannend. Jetzt gehen wir mal aufs Set. Also wir waren, glaube ich, dreimal beim Set dabei, möglichst nicht störend. Wie ist das? Weil wenn man also als Außenstehender da hinkommt, du bist ja im Grunde genommen in deiner Rolle als Regisseur derjenige, der über alles
herrscht. Du musst auch alles im Blick haben. Ich habe dich aber in der Regel sehr ruhig erlebt. Also ich bin auch an allem schuld am Schluss dann. Ja. Du trägst auch die Verantwortung ja, natürlich. Wie ist das für dich? Also wie sehr bist du innerlich unter Anspannung? Oder ist es bei so einer Produktion so, dass du sagst, wir sind so gut vorbereitet, ich kann mich da voll aufs Kreative konzentrieren? Wie ist so dein innerer Prozess in dem Moment, wenn du auf dem Set dann wirklich die 100 Leute um dich herum hast, die da alle dabei sind? Das ist auch tagesformabhängig, muss man sagen. Also wenn kommt immer auf den Drehtag an und wie vorbereitet man ist, das stimmt natürlich auch. Ich versuche immer, diese Anspannung zumindest mal von meinen Schauspielern fernzuhalten. Das ist immer so mein Anliegen, dass ich um die so ein bisschen so eine Glocke bilde und die, auch wenn es außenrum der Tornado um sie rum donnert, versuche ich die immer im Auge des Sturms zu halten und damit die sich nicht anstecken lassen, wenn irgendwas schief geht außen. Das ist immer so mein erstes Anliegen. Aber also meine Erfahrung ist, es bringt nichts, laut zu werden und es bringt nichts zu schreien. Ich versuche, die Leute so zu motivieren, dass sie Spaß haben, das Produkt gut zu machen und dass sie es nicht aus Angst machen. Mhm. So, eigentlich gibt's ja hauptsächlich diese beiden Wege. Das stimmt. Das war eher ein angenehmes Set, ja. So haben wir es empfunden. Ja. Da waren viele Leute, wo man meinen hätte, können sie lächeln. Gesehen haben wir es ja nicht, weil natürlich Maskenpflicht war in der besonderen Situation, die ja auch wirklich eindrucksvoll umgesetzt worden ist, muss man ja auch sagen. Ja. Letzte Frage zum technischen Prozess und dann kannst du gerne nochmal zum Märchen fragen, Alexa. Jetzt ist ja der Dreh vorbei. Jetzt könnte man sagen, prima, alles fertig. Eben nicht, sondern ihr seid jetzt im Schnitt, in der Nachbearbeitung. Vielleicht magst du ein, zwei Worte beschreiben, was da so dran hängt, wenn man jetzt 36 Tage gedreht hat, unglaublich viel Material ja hat. Und jetzt muss ja eine Serie draus werden und einzelne Folgen draus werden. Wie ist dieser Prozess für dich? Das ist für mich der größte Kreativprozess eigentlich. Also ich mag die Schnittphase am allermeisten, weil da der Film nochmal so richtig entsteht. Und da kann man sich nochmal so richtig reinknien. Und da wir auch so einen großen Digitaleffektanteil haben, wird es jetzt nochmal total spannend, weil viele Sachen, die wir vor grün gedreht haben oder noch sehr roh ohne die Digitaleffekte, die nur in unserem Kopf waren, da entstehen jetzt plötzlich Welten und Bilder, die jetzt erst so richtig Spaß machen und am Set noch so ein bisschen trocken waren einfach. Und das finde ich total spannend. Also ich mag den Schnittprozess unheimlich gerne. Gibt es den Moment, wo du sagst, Mist, die Einstellung will ich nochmal machen? Oder bist du so confident, dass du sagst, nein, ich habe alles am Drehtag gehabt, was ich haben will? Dauernd. Also jeder Regisseur würde lügen, wenn er sagt irgendwie, nein, verdammt, ich würde das gerne nochmal drehen. Das passiert immer. Man muss halt nur schauen, dass der Prozentsatz so gering wie möglich bleibt. Okay, das ist eine sehr ehrliche Antwort. Ich hätte jetzt gedacht, nein, ich bin so gut vorbereitet. Kommt nicht vor. Wenn du jetzt Pre-Production, Dreh und Post-Production vergleichst, was machst du am liebsten? Kannst du das sagen oder ist das wie Kinder, die man alle gleich lieb hat? Ich mag alles gleich gerne, muss ich sagen. Ich bin nach jedem Dreh, vor allem wenn er so viele Drehtage hat wie dieser jetzt, immer wahnsinnig glücklich, wenn es vorbei ist, auch muss ich sagen. Also das ist schon eine super anstrengende Phase. Also man hat als Regisseur dann auch wirklich keine Freizeit mehr in der Drehphase. Das ist einfach auf null reduziert dann. Das ändert sich bei mir jetzt in der Postphase total. Da habe ich wieder so ein bisschen Privatleben. Man ist da schon so im Tunnel, wenn man dreht. Das ist auch irgendwie geil. Man muss das auch wollen, weil es natürlich auch Adrenalin getrieben ist alles. Aber ich bin jetzt auch nach so einer langen Zeit sehr, sehr froh, mal wieder ein bisschen entspannen zu können. Welches Verhältnis hast du persönlich zum Thema Märchen? Die haben dich ja schon mal begleitet in deiner beruflichen Laufbahn. Das stimmt, ja. Wie magst du Märchen besonders gern oder sagst du irgendwie, ach, das ist eigentlich gar nicht so mein Thema, aber ich sehe es als Herausforderung? Ich mochte Märchen schon immer. Also ich kann mich auch wirklich erinnern, dass ich in meiner Kindheit Märchen vorgelesen bekommen habe. Also das, so diese klassische Situation gab es wirklich bei mir. Ich habe da auch noch so ein altes Märchenbuch im Kopf irgendwie, das da irgendwie war. Und eben durch diese ProSieben-Märchenstunde, die du ansprichst, habe ich mich mit dem Thema ja auch schon mal sehr intensiv beschäftigt und mag das total und mochte schon immer den düsteren Teil bei den Märchen, die ja auch gerade bei den deutschen Märchen total im Vordergrund stehen und immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und das konnten wir hier jetzt halt mal so richtig ausleben. Das fand ich ganz toll bei dem Projekt. Was können wir, meinst du, lernen von Märchen? Jetzt auch vielleicht für unsere ganz aktuelle Zeit? Die sind ja wirklich sehr zeitlos, diese Themen. Das ist ein total interessanter Aspekt, den wir jetzt hier gar nicht so behandelt haben eigentlich bei uns. Also da würde mir jetzt spontan nur einfallen, Märchen, vom moralischen Aspekt ist es ja oft sehr schwarz-weiß, was in Märchen passiert, ehrlich gesagt. Ne? Und vielleicht kann man einfach daraus nur lernen, dass die echte Welt vielleicht nicht so schwarz-weiß ist und mehr in Graustufen unterteilt ist. Das wäre so das Erste, was mir jetzt eingefallen wäre. Ja.
Hast du ein Lieblingsmärchen? Was mochte ich denn immer wahnsinnig gerne? Irgendwie fand ich den Hans im Glück immer ganz spannend. Durch dieses Tauschen und dieses, also das Thema hat mich immer sehr interessiert. Das hatte ich auch mal bei der Märchenstunde damals umgesetzt. Das fand ich immer spannend. Ja. Vielleicht als letzte Frage, warum sollte man unbedingt Kohlraben schwarz sich anschauen, also Paramount Plus abonnieren, und warum macht das Sinn? Vielleicht auch, weil man die Hörspiele schon kennt. Warum macht es Sinn, jetzt auf die Serie nochmal ein Auge zu werfen? Ich glaube, weil man mit Kohlraben schwarz was bekommt, was es in der aktuellen sehr überfluteten Serienwelt so noch nicht gibt. Also diesen Hybrid und den Spagat, den wir hier versuchen, der ist schon besonders und neu. Die Mischung aus Comedy, Horror, Krimi, Mystery gibt es vielleicht jetzt nicht, aber sehr, sehr selten, sage ich mal. Und im Deutschen glaube ich schon gar nicht. Und allein deswegen lohnt es sich, das anzuschauen, glaube ich. Jetzt hast du den Genre-Mix noch schon mal angesprochen. Für dich als derjenige, der Regie macht, gibt es einen Unterschied zwischen Regie bei Horrorsequenzen und Regie bei komödiantischen Sequenzen, bei spannungsgeladenen Sequenzen? Ist das eine andere Form von Arbeit in den einzelnen Sequenzen? Total. Ich finde total. Also für mich ist Comedy die Königsdisziplin. Ich finde das am schwierigsten zu inszenieren, weil auch jeder über andere Sachen lacht. Und da kann man schon bestimmte Mechaniken anwenden, aber trotzdem muss man da wahnsinnig auf sein Bauchgefühl hören, ob das jetzt gerade funktioniert oder drüber ist. Das sind Nuancen. Das finde ich am schwierigsten. Ich sag mal, Spannung zu erzeugen, finde ich zum Beispiel deutlich einfacher. So, weil man da auch ganz viel über Bilder arbeiten kann. Das ist bei Comedy eben nicht der Fall. Bei Comedy geht's nur ums Timing. Und das ist super schwer herzustellen mit den Schauspielern. Und fand ich super spannend, diesen Mix endlich mal zu machen, weil ich bin ja eigentlich sehr auf der Comedy-Schiene so bewandert und in den letzten Jahren auch unterwegs. Und das fand ich toll, mal auch mich in den anderen Bereichen jetzt so ein bisschen auszuprobieren. Fand ich sehr spannend. Das hast du gesagt, extrem langer Dreh. Extrem aufwendig, ganz neue Herausforderungen. Zweite Staffel mit dir, ja oder nein? Willst du es nochmal machen? Wann die Bücher kommen. Falls man den Seufzer gehört hat. Herr Krappweis sitzt im Raum. Vielen Dank, Erik. Ja, alles Gute dir. Und wir sind auch sehr, sehr gespannt auf die Serie. Vielen, vielen Dank, ich freue mich. Last but not least. Zum krönenden Abschluss. So ist es nämlich. Haben wir jemand aus den allerersten Stunden von Kohlraben Schwarz uns hier nochmal eingeladen und erst der Einladung gefolgt, worüber wir sehr froh sind. Denn ohne dich, lieber Christian von Asta, wird's vielleicht oder sogar vermutlich, vielleicht sogar höchstwahrscheinlich, das kannst du ja gleich sagen, Kohlraben Schwarz in der aktuellen Form gar nicht geben, oder? Sei mir erstmal gegrüßt. Hallo, ja, ich wage zu behaupten, wenn es Kohlraben Schwarz ohne mich geben würde, sähe es ein bisschen anders aus. Aber das ist auch vielleicht nur meine Eitelkeit. Womöglich hätte in Tommys Kopf sich auch ein Türchen aufgetan, das ganz weit hinten und sehr verborgen ist, und es wäre ganz genauso geworden. Ja, er hat aber schon im Interview ein wenig berichtet, welche Figuren du herausrecherchiert hast, die er nicht auf dem Schirm hatte. Also insofern glauben wir schon, dass da ein gehöriges Stück von Asta auch mit drin ist. Es war für mich wirklich eine ganz großartige Zusammenarbeit, weil ich ja normalerweise wirklich eher im Schatten werkle und schräges Zeug mir ersinne, das gar nicht so viele Leute mitbekommen. Und als Tommy mich angesprochen hat, ob ich Lust hätte, da mitzuspielen in diesem irrsinnigen Spiel, da war ich wirklich sehr, sehr angetan und wirklich sehr motiviert, diese Geschichte auch zu einer zu machen, die was ganz, ganz Besonderes ist. Oh ja, in der Tat. Wie ist das genau abgelaufen? Wie war dein Einstieg in dieses neue Projekt, also, in die Welt? Ich bin mir sicher, Tommy wird wahrscheinlich auch erzählt haben, wie ich ihn ausgetrickst habe, seiner Meinung nach. Aber ich habe ihn tatsächlich nur ausgetrickst, nachdem er mich ausgetrickst hat. Denn er schrieb mich tatsächlich an und stellte fest, er habe mit Herrn Kessler da so eine bizarre Idee gehabt, ob ich mir das mal angucken wollen würde und was dazu sagen würde. Und er schickte mir dann so ein kleines Exposé per Mail und ich guckte drüber und ich so, ja, das ist geil, aber da könnte man auch das machen oder das und dann das. Und wenn man mutig ist, könnte man auch noch das machen. Und dann sagt er, ja, das klingt alles ganz interessant. Hättest du Lust, da vielleicht ein bisschen irgendwie dran mitzuarbeiten, zu konzipieren? Sag ich, ja, klar, ich finde das geil, unglaublich gerne, sehr gerne. Und dann schickte ich ihm so ein paar
konkrete Ideen, ne? Und daraufhin schrieb er, ja, und falls ich dann so keine Zeit habe, wärst du dann auch bereit, irgendwie drehbuchmäßig ein bisschen was zu schreiben? Ja, ja, ja. Und dann holter die Polter kam dann alles hintereinander und es hat sich eingegroovt. Es hat sich echt großartig angefühlt, weil diese gegenseitige Wertschätzung für das, was der andere kann, das ist was wirklich unglaublich kostbar ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil jetzt in dieser unglaublichen Mischung, die diese Serie ist. Die ist ja etwas vollkommen Irrsinniges, dass die existiert, dass die als Hörspielserie so einen Erfolg gehabt hat. Damit hat ja keiner gerechnet, weil das einfach Dinge sind, die, wenn man sie Leuten normal sagen würde, Mystery, Horror, Krimi, Mundart, Comedy, da würde niemand sagen, du, ich gebe dir da Geld für, produzier was, sondern geh woanders. Es war echt erstaunlich, als das Ding so geknallt hat. Ich habe innerlich sowas von gefeiert, gerade auch wirklich, weil es so undeutsch eigentlich ist. Es ist natürlich urdeutsch, ja, aber es ist gleichzeitig eben, ne, und das ist jetzt natürlich für die Serie noch spannender, wie die umgesetzt ist, weil die sieht halt nicht aus, wie deutsche Serien aussehen. Und das, aber gut, ich beantworte Fragen, die mir gar nicht gestellt wurden. Ja, aber ich höre dir fasziniert zu. Das ist so wunderbar, wenn du erzählst. Aber du hast es ja gerade schon angesprochen, diese Mischung aus den wirklich deutschen Sagenstoffen und nicht nur deutsch, sondern auch noch explizit dann hinterher in der Serie bayerisch. Also bayerische Sagengestalten in einer Serie, die gar nicht so deutsch daherkommt. Glaubst du, das ist auch ein Teil eben dieser Erfolgsmischung, dieses Genre-Mixes, der das für die Hörenden da draußen so interessant macht? Ich kann das nicht beurteilen, weil ich bin immer der Meinung, dass Dinge erfolgreich sind, die es nie werden. Das ist, also ich glaube immer an Dinge, die sich im Nachhinein als nicht dran glaubenswert rausstellen. In dem Fall bin ich einfach nur dankbar, dass es so ist und finde es unglaublich spannend. Ich kann nicht sagen, wo der Schlüssel liegt, weil das zentral widersprüchliche Moment dieser Mischung ist ja, dass es einerseits bumslustig und andererseits hundsgewalttätig auch ist. Weil es gibt ja auch in der Serie, wo es unglaublich geschickt gemacht ist, das ist so kurz vor Hitchcock, weil man sieht, was passiert, aber man sieht's nicht. Obwohl, also Blut sieht man schon, aber ich will nicht zu viel verraten. Das ist familienfreundlich, ist aber ich kann es mir nicht erklären. Aber es liegt, glaube ich, wirklich daran, dass Tommy und seine Leute sich ein bisschen auskennen, wenn es um die Psychologie geht, weil es ist die Mischung ist halt so fein abgestimmt, dass es klappt. Ich denke, das ist es letzten Endes, weil die einzelnen Elemente würden nicht zueinander passen, wenn man sie nicht aufeinander abstimmen würde. Mhm. Das war ja aber auch schon im Hörspiel im Grunde genommen ja schon genauso. Also das fing an und wenn man es dann aber auch noch zeigen muss und ich entnehme deinen Worten, dass du ja auch schon mal drüber schauen konntest über die Serie, dann hat das ja nochmal eine ganz neue Dimension. Wie ist es denn für dich? Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja an der Serie nicht mehr aktiv mitgeschrieben. Ist das richtig, dass das ein anderes Team war, was die Serien, also die TV-Umsetzung sozusagen geschrieben hat? Ja, also komplett. Es ist aber natürlich, das Ding basiert ja einfach auf den Audioskripten und ich glaube, es ist, obwohl man natürlich als Autor immer gern auch in anderen Medien rumtobt, ist es richtig, dass das ein anderes Team war, weil wir haben die Story, wir haben die Basis so gelegt und ich kenne mich mit Film letzten Endes nicht aus. Es gibt einen Regisseur, mit dem ich irgendwie regelmäßig zusammenarbeite, aber das ist was vollkommen anderes. Also insofern, es ist zu Recht ein anderes Team. Ja. Wie ist es denn dann gewesen? Deswegen habe ich die Vorfrage gestellt. Die Figuren, die ja dann doch auch zum Teil in deinem Kopf entstanden sind, die ihr dann im Hörspiel umgesetzt habt, dann auf dem LCD-Bildschirm oder wo auch immer wirklich nochmal zum Leben erweckt zu sehen. Wie war das für dich? Schwierig waren nicht die Figuren, die teilweise aus meinem Kopf kamen, sondern vor allem die Figur, die aus meinem Mund kam. Ja. Aber das, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist grandios, weil es dem Ganzen noch eine zusätzliche Dimension gibt. Es lässt es, es begeistert auf jeden Fall, wenn diese Dimension auf einmal da ist. Aber es ist nichts. Es hat nichts Verstörendes, weil die Figuren ja so sensibel angelegt sind und so besetzt worden sind, dass sie passen.
Also die einzige Verschiebung ist da halt mit Herrn Tonkel und dem Pfarrer, was aber, ne, es gibt beim Film halt immer, genau, es gibt beim Film immer verschiedene Gründe. Und die sind aber alle auf ihre Art zwingend, weil ein Projekt einfach funktionieren muss am Ende des Tages. Und insofern war es einfach nur schön, eine Dimension mehr zu bekommen und der Realität ein wenig näher zu rücken noch mit dieser Geschichte. Da hast du gerade schon gesagt, dass die Figur des Herrn Erdmann ja dann anders besetzt worden ist. Hast du deinen Frieden denn machen können mit Tim Safey und seiner Darstellung des Erdmann? Unglaublich. Ich habe selbst gestaunt, ich habe über die ganze Serie ja gestaunt, weil ich nicht gedacht hätte, dass man den Ton und die Besonderheit des Hörspiels wirklich auf das Visuelle übertragen kann, ohne dass es was verliert. Und das ist, also am ehesten gewinnt es noch was, aber es wird etwas vollkommen anderes. Es ist nicht vergleichbar und es funktioniert. Also die ersten beiden Folgen haben mich sowas von, haben die mich. Und zwar, aber die Frage war in Bezug auf Herrn Erdmann. Ja, Herr Erdmann ist natürlich die Figur, die ich in diesem Hörspiel kultivieren wollte, damit ich selber auch eine populäre Rolle habe. Das sind diese kleinen schmutzigen Tricks, die man als Medienschaffende und hat mir wirklich Bumsspaß gemacht, einfach den zu sprechen. Und viele Leute fanden ihn halt auch herrlich. Viele Leute haben ihn auch gehasst, weil er einfach zu viel redet und so schlaumeiert. Aber natürlich war das genau wie die Tatsache, dass ich nicht geschrieben habe letzten Endes für die Serie, vollkommen richtig. Ich bin halt kein Schauspieler. Ne? Das ist ein Aspekt. Und der andere ist einfach, dass diese neue Besetzung des Herrn Erdmann, ich habe die Namen leider nicht präsent, das ist die Tim Safey heißt er. Den ich leider nicht getroffen habe, im Gegensatz zu euch, wie ich gehört habe. Ihr habt ihn schon gesehen, ne? Ihr seid den Leuten schon begegnet. Mhm. Ah, ja. Ich neide euch. Ich war ja nur einen Tag auf dem Set, aber darüber rede ich nicht. Das war toll, weil er den Erdmann-Spirit, also dieses hochnäsige und arrogante, absolut hat. Auch das zu viele Worte sagen, obwohl man es mit der Hälfte machen könnte, hat er auch, aber vollkommen anders. Er hat es zu seiner Geschichte gemacht und zu seiner Figur. Und das finde ich großartig. Und da merkt man halt wirklich, was die Profis ausmacht letzten Endes. Und die Tatsache, dass er ja nicht alleine den Erdmann spielt, die andere Tatsache finde ich auch noch ganz großartig. Ich weiß nicht, wie wir andeuten wollen. Es ist die Leute sollen ja wahnsinnig werden und unbedingt Anfang Juni auf den Knopf klicken. Also insofern mehr wollen wir vielleicht nicht verraten über deine Andeutung. Ich kann sagen, ich habe ja auch mit ihm ein Interview gemacht, das hast du noch nicht gehört. Wie soll ich denn das sagen? Die große Freude, die er an der Rolle auch hatte und die Besonderheit, die er schon beim Lesen des Skriptes gelesen hat. Also wenn du das Interview dann hören wirst, ich weiß gar nicht, hast du ihn spielen sehen auch schon? Ja. Konntest du in die Forschung rechnen? Ich glaube, er weiß, was er da machen darf und das hat ihn sehr glücklich gemacht. Dann vielleicht noch mehr, damit du im Frieden sein kannst. Aber du hast schon angedeutet, man sieht dich ja auch durchaus in der Serie, glaube ich, wenn man ein bisschen aufmerksam weit, ist. Weit, weit im Hintergrund, ja. Aber das ist ich persönlich finde es sehr bedeutsam, diese kleine Rolle, die ich da inne habe. Und ich denke, das beeinflusst auch durchaus das Geschehen. Das ist in dem Fall gelogen, aber es klingt gut. Es hat uns auf jeden Fall, du warst sofort präsent genau. Und warst der Szenenstealer. Genau, jetzt könnt ihr da draußen alle auf die Suche gehen und alle Folgen durchschauen und mal gucken, wo Herr von Asta auftaucht. Ich würde so gerne noch auch mehr auf diesen Weltenbau, der da stattgefunden hat, eingehen. Sowohl im Hörspiel natürlich, als auch dann später in der Serie. Es geht ja wirklich um sehr, sehr spezielle Sagenfiguren, die da auftauchen und vielleicht auch Dinge, die selbst Menschen, die an Märchen und Sagen interessiert sind, noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben bisher. Und was ich an dir auch so unendlich bewundere, ist dein totaler Spürsinn, was das Aufstöbern von interessanten Figuren und Geschichten angeht. Aus welchem Pool schöpfst du, wenn du so eine Anfrage, so ein Projekt, so eine Gelegenheit bekommst?
Naja, Tommy wusste ja, aus welcher Richtung das dann kommen wird. Ne? Er kennt mich ja. Es gibt in dieser kleinen Featurette oder was da gedreht wurde, gibt es auch eine sehr schöne Anekdote, wie Tommy und ich zueinander gekommen sind. Er weiß halt, ich mag die merkwürdigen Sachen und ich habe ein Faible für Märchen. Wir haben damals etwas ins Leben gerufen, Märchen gestalten Leben. Da im Rahmen dieser Aktion haben wir 400 Märchenbücher aus einem Nachlass bekommen. Also wirklich Märchen aus aller Welt. Und ich finde das Thema Märchen so spannend, weil immer die Parallelen so sichtbar werden. Also diese Archetypen, die es überall gibt, diese Varianten von Märchen. Und dann gibt es russische Bücher, die halt klassische Motive, die sagen, Märchenbücher bestehen aus 31 Motiven, die variiert werden. Ne? Und die Sachen, das war alles der Background dafür. Und ja, und dann geht es natürlich in diese Bücher, ins Internet und in die Tiefe und manchmal auch noch etwas in den eigenen Kopf. Würdest du sogar sagen, jetzt wenn du schon die verschiedenen Motive, die immer in neuen Varianten wirklich im europäischen Volksmärchen immer neu zusammengesetzt werden, ansprichst, sagen, dass uns das Erzählen und gerade die Märchen verbinden auch, dass uns das zusammenbringt, wenn wir uns näher damit beschäftigen? Ja, das würde ich sogar sehr bestimmt sagen. Dabei ist es aber wirklich vor allem das Erzählen. Ja, also dass Menschen, die einander was erzählen, diese Idee des am Lagerfeuer Sitzens, diese Märchen sind ja letzten Endes aus den alten Mythen entstanden, haben da die Nähe zur Religion, darum auch die Archetypen, darum auch die fixierten Figuren, die immer wieder auftauchen, was ja in der Kohlraben-Schwarz-Serie vielleicht auch noch eine Rolle spielen wird. Und dementsprechend ist es das, was so das kollektive Unterbewusstsein der Menschheit, glaube ich, auch ein bisschen mit geprägt hat. Daher kommt ja auch über diese Geschichten, die an Lagerfeuern erzählt werden, wurden immer wieder die Generationen geprägt haben. Ich meine, Rotkäppchen, damit wird in den letzten 200 Jahren jeder in Deutschland was anfangen können, obwohl es ursprünglich halt ein französisches Kunstmärchen ist. Aber ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Das sind Sachen, die sind halt in einer Gesellschaft omnipräsent. Und es werden ja auch Ideale und Werte letzten Endes in diesen Märchen vermittelt, die heutzutage teilweise ein bisschen fragwürdig sind. Aber grundsätzlich sind das Sachen, die genau das vermittelt haben. Und darum der Gesellschaft, es war eine Stütze für das menschliche Miteinander, glaube ich. Und natürlich auch Trost und vielerlei mehr. Und doch, also das sehe ich. Das verbindet uns. Das verbindet. Es unterscheidet sich allerdings natürlich wirklich wieder sehr, was die Kulturen angeht. Also japanische Märchen sind zum Beispiel teilweise so weird und schräg. Und warum endet das jetzt so? Was soll das bedeuten? Ja. Aber darum finde ich es eben auch so spannend, wenn das alles zusammenkommt. Es lohnt sich sehr damit, sich zu beschäftigen damit. Ja, weil man erkennt eben auch, dass unglaublich viel der Populärkultur einfach wirklich aus Märchenmotiven entlehnt ist. Und da muss man nicht irgendwie hier Grimm und alle möglichen anderen Serien mit Märchen-Connections sehen. Du gehörst für mich, Christian, zu einem der wenigen ganz großen Geschichtenerzähler in Deutschland, weil du dich immer wieder auch neu erfindest. Das ist wahrscheinlich kommerziell für dich der Fluch, der dich begleitet. Künstlerisch ist es natürlich ein Segen, weil du selber ja die IP bist. Du hast ja nicht, so wie man in der Branche sagt, da deine eine Marke und dann schreibst du den Rest deines Lebens für diese Marke, sondern du erfindest dich und die Geschichten immer wieder neu. So erlebe ich es und das schätze ich so sehr an dir. Wie viel Einfluss, würdest du sagen, haben Märchen und die Beschäftigung, du hast gerade gesagt, was du für einen Schatz zu Hause hast und ich weiß ja auch, dass du da immer wieder hineinliest und dich damit intensiv befasst. Wie viel kannst du daraus ziehen, transformieren, um wieder neuen Input für deine Geschichten zu bekommen? Oder läuft das komplett parallel? Also der größte Teil des Schatzes liegt im Moment bei meinem Riesen in Suhl, weil unser Haus viel zu klein ist. Also ich habe hier vielleicht 40 Bücher, die ich mir rausgesucht habe. Ja, es sind nicht nur die Märchenbücher, es sind andere alte Bücher. Ich bin ein Buchhandelsopfer, ich in einem Antiquariat, meine Frau verflucht mich regelmäßig. Also rein theoretisch haben wir den Deal, ein Buch geht rein, ein Buch kommt raus. Das ist ein theoretischer Deal. Und natürlich, das ist alles inspirierend und auch Gegenwartskultur. Ich schaue natürlich auch viele Serien, die ich interessant finde, auch wenn ich bei drei Vierteln dann der Meinung bin, ich hätte meine Zeit verschwendet, um diesen kleinen kritischen Unterton zur Gegenwart zu
Kultur zu setzen. Das alles inspiriert. Am spannendsten sind immer die Momente, wenn ich etwas sehe und mir denke, oh, jetzt, wenn jetzt das passiert, dann ist das groß. In den seltensten Fällen passiert es. Also, tatsächlich war es ein Film von Alejandro Jodorowsky, wo das tatsächlich mal passiert ist. Es war eine Zirkusszene, man hat den Zirkus, das war ein bisschen bizarr. Und dann ging es dem Elefanten schlecht. Und dann starb der Elefant und ich dachte, oh mein Gott, wenn das jetzt ein Elefantenbegräbnis gibt. Und es gab ein Elefantenbegräbnis, einen Zug durch die Stadt mit diesem ganzen Zirkus. Es war so, es endet leider auch nicht schön, aber das war so einer der Momente, wo eine absurde Idee, die ich großartig fand, auf einmal dann wirklich aus der Geschichte sich entwickelte. Und diese Inspiration, ja, das passiert mir sehr oft, dass ich denke, das ist geil, das könnte jetzt. Und während die Geschichte die Kurve nicht nimmt, nehme ich sie und baue sie halt irgendwo anders ein. Ja. Zurück nochmal zu Kohlraben Schwarz und dieser irren Mischung zwischen Modernität und historischen Geschichten, also Sagenfiguren, die schon länger herumspuken in unseren Köpfen und auch zu Märchen. Aber in der ersten Folge von Kohlraben Schwarz, der Serie für Paramount Plus, gibt es etwas, das mich persönlich, als ich es gesehen habe, sofort begeistert hat. Und ich habe gesagt, aha, da sehe ich jetzt gerade etwas, das in sämtlichen WhatsApp-Elterngruppen wahrscheinlich schon für ordentlich Horror und Angst gesorgt hat, nämlich einen weißen Lieferwagen. Und mit diesem weißen Lieferwagen ist der Kraxelmann unterwegs und entführt Kinder. Und wir haben eine, habe ich jetzt zu sehr gespoilert, dann schneiden wir es. Und damit haben wir eine moderne Sage, zusätzlich zu diesen ganzen historischen Geschichten. Ist das auch auf deinem Mist gewachsen oder wo kommt der weiße Lieferwagen her, die Urban Legend? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ah, okay. Es ist sowieso in der Zusammenarbeit sind die Grenzen wirklich sehr zerflossen. Wenn ich Sachen hinwarf, nahm Tommy sie auf und ich glaube, das ist eben auch die Stärke, dass diese Grenzen so zerfließen zwischen der Urban Legend, der alten Legende und der Realität. Und das ist ja in der Serie teilweise echt nicht mehr auseinanderzuhalten. Ja. Genau. Ich glaube, im Eingangsinterview sagt Tommy, dass du den weißen Lieferwagen aufs Tableau gebracht hast. Also zukünftig würdest du einfach jetzt sagen können, dass du warst. Genau, vor allen Dingen hat er uns extra nochmal aufgetragen, dich danach zu fragen, genau, weil er das bei dir verortet hat. Das ist halt das Schöne. Also ich habe zwar sehr viel Ego, was mir manchmal auch im Wege steht, aber in Bezug auf so eine Geschichte, wo einfach so viele Leute am Ende dran arbeiten, spielt das keine Rolle mehr, weil das Ergebnis ist halt einfach das Unglaubliche. Und es liegt an diesen Leuten. Ich erinnere mich allein daran, wie wir das Hörspiel eingesprochen haben. Und wenn die Leute am Set beim Dreh auch nur halb so viel Spaß gehabt haben, dann ist das einfach geile Scheiße, wie der Franzose sagt. Ja. Die Stimmung war, zumindest das, was wir beobachten konnten, gut. Oh ja. Wobei ich glaube, den Druck, den du hast, wenn da 100 Leute oder 150 oder 200 Leute gerade beschäftigt sind, glaube ich, ungemein größer ist. Denk als wenn 20 Leute, da das, glaube ich, möchten wir alle nicht verantworten. denk nicht drüber nach. Ja. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss an dich. Und zwar, was gibt es in diesem Bereich, welches Motiv, welche Geschichte, die du unbedingt gerne mal umsetzen würdest? Entweder als Hörspiel oder in Form eines Drehbuchs oder wie auch immer. Was möchtest du unbedingt gerne mal zum Leben erwecken für unsere Hörenden da draußen? Das ist eine sehr gute Frage, aber eine Verfilmung meiner Holmes-Pastiche würde mich natürlich sehr glücklich machen oder eine rückhaltlos aufklärerische Dokumentation über die Geschichte der Parakryptozoologie, aber wo wirklich die Wahrheit gesagt wird und nicht das, was bis jetzt in der Öffentlichkeit kolportiert wird. Denn das ist tatsächlich, es ist zu großen Teilen nicht richtig. Ja. Die Fakten müssen auf den Tisch. Ganz genau. Wir haben hier schon in diesem Special mehrfach darauf hingewiesen, wie man Kohlraben Schwarz unterstützen kann, wie man Tommy unterstützen kann, wie man dafür sorgen könnte, eventuell, wenn alle Sterne günstig stehen, dass es eine zweite Staffel gibt. Aber Christian, wir wollen hier auch mal darauf hinweisen, dass man ja auch dich und dein Schaffen ganz direkt und unmittelbar unterstützen kann. Denn du bist jemand, der bei Patreon unterwegs ist, der unglaublich viel Inhalt, unglaublich viel Herzblut, unglaublich viel Kreativität kostenfrei zur Verfügung stellt. Umsonst ist das komplett falsche Wort an der Stelle. Und ich möchte es einfach nochmal erwähnen, dass man dich
unterstützen kann bei Patreon. Und ich glaube, nur wenn man dir damit den Rücken ein Stück weit frei hält, kann es dann zu so genialen Geistesblitzen kommen wie Kohlraben Schwarz, das jetzt, wie du es schon öfter gesagt hast, so ein Monster geworden ist. Und wir möchten alle anregen, bei Patreon dich zu unterstützen. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, was so dem geneigten Unterstützer, der geneigten Unterstützerin, was die da so erwarten kann, wenn sie dich bei Patreon unterstützen. Jetzt hast du mich auch noch ausgetrickst, weil ich so schlecht Werbung für mich und Patreon machen kann. Hast du? Komm, ich habe ja schon gut vorgelegt. Also jetzt liegt ja schon auf dem Elfer. Nee, es ist ganz, ganz verschieden. Die Leute kriegen für 10 € im Monat, jeden Monat ein Hörbuch von mir eingelesen, eine Kurzgeschichte von mir. Es gibt klassische Wortwahl mit klassischen Gedichten. Weil ich Kapitalismus verachte, bekommen die Leute, die 2,50 € zahlen, das gleiche wie die, die 10 zahlen, weil ich immer davon ausgehe, man unterstützt mich, wenn nach Kräften. Aber spannend ist, das möchte ich kurz erwähnen, ich habe gerade heute eine Abstimmung gemacht, weil ich habe gesagt, wenn 300 Leute mich bei Patreon unterstützen, dann dürfen die aussuchen, welches Buch ich als nächstes schreibe. Und ich habe denen heute 3 Bücher zur Auswahl gestellt. Und es läuft gerade und es ist so sackspannend. Also man sieht direkt am Künstler dran und wir werden das verlinken, dass man den Weg auch schnell findet, dass man da gar nicht googeln muss. Und ich glaube, wenn wir es nicht schon tun, müssen wir das jetzt auch nochmal machen. Dann können wir auf das Buch Einfluss nehmen. Das wäre ja auch mal eine schicke Angelegenheit. Als Schlusswort würde ich gern sagen, in meinen Hörbüchern spreche ich weniger wirr als in Interviews. Und das war jetzt schon ganz wenig wirr. Wie müssen dann deine Hörbücher sein? Christian, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ja, viel Erfolg bei all deinen Projekten. Und vielleicht reden wir dann bei Staffel 2 nochmal darüber, wie es dir mit Staffel 2 geht, wenn sie denn gedreht wird. Und Staffel 3 vom Hörbuch und was es alles noch gibt. Hörspiel, muss ich ja sagen, Staffel 3 vom Hörspiel. Alles Gute dir erstmal. Es wäre mir ein halb schwarzalbisches Pläsier. Danke euch. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt durch diese Interviews einen ganz guten Überblick über die Entstehung, die Produktion und die inhaltliche Seite der Serie Kohlraben Schwarz bekommen. Uns hat es auf jeden Fall wahnsinnig viel Freude gemacht, mit diesen wundervollen Menschen zu sprechen und so viel über die Hintergründe auch nochmal zu erfahren. Und auch nochmal so ganz persönliche Blicke auf den Inhalt und auf die Produktion der Serie zu bekommen. Und ich bin jetzt einfach wahnsinnig gespannt drauf, wie es laufen wird, wie die Serie ankommt. Ich hoffe, ihr da draußen seid genauso begeistert wie wir. Und vielleicht nochmal ein Satz zur Entstehung dieses Specials. Im Grunde genommen hatten wir für eine der jetzt dann kommenden Mai-Folgen von Huxilla ein Thema geplant, wo es um Märchen geht. Mehr will ich noch nicht spoilern. Und unsere Idee war es dann, dass wir an die Episode das ein oder andere Interview als Bonus-Content sozusagen anhängen und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir dem so nicht gerecht werden können und dass diese Interviews einfach ein Special werden müssen. Genau, und weil wir überzeugt sind, dass die Serie gut werden wird und dass wir hier euch jetzt nicht Werbung in Anführungsstrichen für irgendeinen Kram machen, sondern wir sind da sehr, sehr überzeugt davon, dass das eine sehr, sehr gute Produktion ist. Für meinen Geschmack eine der besten deutschen Produktionen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und das sage ich ohne, dass wir 1 Cent dafür bekommen haben, sondern aus tiefster Überzeugung. Ja. Und deshalb haben wir dann irgendwann gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, fast 2 Stunden, keine Ahnung, wie lange das jetzt am Ende geworden ist, an eine normale Podcast-Folge dran zu hängen, sondern ihr habt ein bisschen mehr Content und wer sagt, da habe ich jetzt keine Lust drauf, der lässt es dann aus. Oder ihr seid an dieser Stelle angekommen und seid hoffentlich unterhalten worden und werdet am 8. Juni Paramount Plus abonnieren. Genau, am 8. Juni Testabo abschließen und als allererstes auf die Serie Kohlraben Schwarz klicken und sie wahrscheinlich dann genauso suchten, wie wir das gemacht haben und auch nochmal tun werden dann. Also sehr, sehr viel Spaß wünschen wir euch damit und haut rein, klickt. Genau. Und letztes Easter Egg, wer genau zugehört hat im Verlauf dieser Episode, kann er ahnen, was wo eventuell im Huxilla HQ gedreht worden ist. Also das auch nochmal so als Easter Egg. Also wenn ihr das Special hier aufmerksam gehört habt und dann die Serie guckt, dann könntet ihr eventuelle Einsichten in gekachelte Räumlichkeiten bekommen. Ist ja alles rund um Arschkirchen entstanden. Genau. Genau. Viel Spaß dabei. Wir hören uns ganz bald wieder im Mai bei Huxilla mit der nächsten Episode. Und natürlich auch hier am Ende dieser Episode muss ich es sagen, bleibt gesund und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben.
Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxella unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von 1 Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxella.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxella.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.